Schönen guten Abend. Wir machen es heute in Deutsch, weil das Steuerrecht in Deutsch wichtiger ist als in Englisch. Leichter irgendwie zum Erklären. Anybody here can't speak German? Gut. Dann war die Ankündigung funktioniert. Herzliches Willkommen im Lab10 Graz, Blockchain Hub Graz, Meetup Nummer 27 mittlerweile. Da sieht man dran, dass wir schon etwas länger Meetups machen. Ich bin vor ziemlich genau 3 Jahren über das Thema gestolpert, zufälligerweise. Beim Bitcoin Meetup hat mir der Hannes Grill, also der Vorstand oder Präsident von Bitcoin Austria, hat einmal einen CoinMarketCap-Auszug gezeigt und hat gesagt, da schaut einmal das Ethereum an, das könnte ganz interessant sein. Und habe ich dann kurz reingeschaut und bin eben rausgekommen aus diesem, wie sagt man so, Rabbit Hole, also sehr tiefes, was man reinfallen kann. So, dann aus der Basis heraus oder so, das was mich interessiert, habe ich rumgesucht und habe eben gesagt, ja, wer beschäftigt sich mit dem Thema Blockchain? Und da habe ich dann die Sherman kennengelernt und dann haben wir zusammen mit dem Jean-Luc in Brüssel, also die Sherman war in Berlin und der Jean-Luc war in Brüssel, haben wir das Blockchain Hub Netzwerk ins Leben gerufen, haben dann intensiv daran gearbeitet, eben da weitere Standorte noch reinzukriegen und regelmäßige Calls gemacht und uns eben entsprechend abgestimmt, was man alles machen könnte. Ich habe relativ früh eben dann mit den Meetups angefangen. Ich glaube, so das erste Meetup war ja wohl im Mai 2016 da bei uns. Und so die Aufgabe von unserer Seite aus war eben ein Non-Profit-Netzwerk, wo man auch nicht tech ist, das Ganze erklärt, was es ist und wo man sich dann vernetzt mit anderen, was sie auch mit dem Thema beschäftigen. Ja, das ist ziemlich eine Achterbahnfahrt, wenn man sich das irgendwie so ein bisschen retrospektiv über 3 Jahre anschaut. Es war eine sehr spannende Zeit. Irgendwo habe ich dann mal gesagt, ein Blockchain-Jahr ist wie 7 Jahre. Da kann man sehr viel durchmachen oder durcherleben oder so. Es geht viel rauf, es geht auch viel runter, vor allem in letzter Zeit oder im letzten Jahr. Und das nimmt dann so ein bisschen den Wind raus. Ja? Wir haben schon mal ein Steuerthema da gehabt, da haben wir nicht gewusst, wo wir die Leute unterbringen. Und das spüren wir jetzt durch die ganze Szene dann so ein bisschen. Ja. Das ist im Endeffekt, dass man doch ein bisschen gedämpft. Ja. Und wenn es dann wieder gröber bergauf geht oder so, geht davon aus, dass man da irgendwie wieder Hallen für Jugendliche hat. So, nichtsdestotrotz, für jemanden, der neu in dem Thema ist, es gibt auf der Blockchain-Hub-Seite ganz einiges an Unterlagen, so zum Beispiel ein Blockchain-Handbuch, ein Beginners-Guide, kann man sich nachschauen und nachlesen. Und da gibt es viel Erklärungsmaterial, was eben, ich sage mal, hauptsächlich 2017 dort gelandet ist auf der Webseite. Also das ist, vor allem wenn man eben frisch anfängt, braucht man irgendwas, das was nicht so schwierig ist zum Verstehen und das ist extra dafür gemacht, damit man eben einen leichteren Einstieg in das ganze Thema hat. Alles, was wir da so machen, wird gefilmt, auch heute wird wieder gefilmt. Der Dario ist unser Kameramann und er stellt das dann auf YouTube hoch. Das heißt, die Sachen, die kann man dann nachschauen oder irgendwie darauf hinweisen, dass es da dessen das eben in der Aufzeichnung gibt. Da kann man ein bisschen in die Vergangenheit reinstöbern, ja, wo man halt verschiedenste Blockchain-Systeme, vor allem am Anfang oder so, haben wir ja selbst rausfinden müssen, was gibt es alles, und wenn wir einen Dash-Vortrag gehabt haben, einen Monero-Vortrag und ja, und was es da nicht alles so gibt. Das findet es dort. Slides gibt es auf SlideShare. Alles, was wir zur Verfügung gekriegt haben, liegt dort und kann was auch durchblättert werden. Teilweise muss man es eben, wenn man jetzt was im Video sieht oder so, dann kann es sein, dass das Sinn macht, dass man sich auf SlideShare die Slides genauer anschaut. Gut, das war es im Endeffekt so von Blockchain Hub Seite. Letztes Meetup im Jänner haben wir
ein paar ATS verschenkt und das muss ich quasi irgendwie, ich glaube auch jetzt, dass heute kein Einziger da ist, der das letzte Mal was gekriegt hat. Wir haben vor dem Meetup ausgeschrieben, dass da jemand eine Adresse zur Verfügung stellen muss, damit wir was verschenken können. Das war die erste Hürde, nämlich sie quasi eine Ethereum-Adresse generieren und dann auch mit dem Artist-Netzwerk interagieren zu können. Für die, die es nicht wissen, die Artist-Blockchain wird da im Lab 10 gemacht und die haben wir im November gestartet. Und dort könnte man jetzt so sagen, ja, die Artist ist Teil vom Ethereum-Ökosystem und das ist über Brücke mit Ethereum verbunden, das heißt, dass man Assets hin und her schicken kann. Beziehungsweise die Brücke ist gerade im Bau. Ja, die wird gerade noch leicht modifiziert zu dem, was es schon gibt, sodass wir ein bisschen mehr Möglichkeiten haben. Aber man kann dann eben Coins zwischen Artis und Ethereum hin und her schieben, beziehungsweise Tokens hin und her schieben, wenn man eben das auf einer anderen Chain braucht. Zum Beispiel auf einem Exchange, auf einem dezentralen Exchange auf Ethereum, möchte man ATS verschieben, dann muss man das quasi von der einen Kette auf die andere rüberschieben. So, und weil wir gesagt haben, okay, schauen wir mal, wer sich auf die schnelle Adresse einrichten kann und eben ein paar ATS geschenkt kriegen möchte, haben wir das vor dem letzten Meetup ausgeschrieben und haben gesagt, okay, es gibt quasi eine erste Challenge, jemand muss eine Transaktion an eine bestimmte Adresse schicken, an diese Smart Contract Adresse, die ihr da oben rechts seht, und dann kriegt er 1000 ATS zurück, wenn er da eine Transaktion schicken kann, ja? wenn er die Hürde schafft. Ja? Wenn man es schafft, dass man eine spezielle Funktion in diesen Smart Contract aufrufen kann, dann kriegt man 2000 ATS. Und dann gab es nur eine dritte Geschichte, das war so eher eine Fame-Thematik. Ja, das heißt, wenn wer vorhersagen kann, in was für einem Block, dass diese Transaktion einbaut wird, dann hat er quasi einen zusätzlichen Fame sich erarbeiten können. Und das Ergebnis, also ich wollte euch vorhin das Ergebnis heute zeigen, von dieser Challenge. Das sind die Auszüge aus dem Blockchain Explorer. Also quasi wir verwenden den Blockchain Explorer. Da sieht man dann in diesen Smart Contract drin, sieht man dann die Abbuchungen von denen, die was eine Transaktion hinschicken haben können. Und sichtbar, zwar haben die Chance genutzt, gleich das zu machen, weil sie sind nicht sicher geworden, ob sie das schaffen, dass sie was an einem Smart Contract mit dem Funktionsaufruf überweisen können, und die haben gesagt, lieber die Taube in der Hand als wie den Spatz. Wie sagt man? Lieber den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach. Das war jetzt eine Aussage, was dann gefallen ist. Und zwar haben sie die 2000 ATS geholt, und das ist nochmal ein anderer Auszug oder so, da sieht man quasi die Transaktion, die hat quasi auch mitgeschickt, was für ein Block das ist. Das heißt, einer hat es auch geschafft, genau vorherzusagen, in was für ein Block dass der Transaktion einbaut. Wer ist wo, derjenige weiß es auf jeden Fall. Ja. Und die Adresse war es auf jeden Fall, was das geschafft hat. Sind so, ich sage mal, Leute ein bisschen vertraut machen, beziehungsweise die was da mitgemacht haben, die waren alle sehr vertraut. Es war, glaube ich, ein hoher Anteil von Coinfinity-Leuten dabei, die eben sich da auch ATS besorgt haben. Auf diese einfache Art und Weise, wenn man es jetzt weiß, wie es geht. Gut, ja, wenn ihr irgendwer Fragen habt zu ATS, könnt ihr gerne auf mich noch dazukommen. Aber jetzt quasi zum Hauptthema des Abends. Wir haben quasi die Nathalie da und den Thomas, die werden uns einiges zum Thema Steuer erzählen und wie sie damit umgehen könnt, wenn ihr Kryptos habt. Und ich habe aus den vorigen Gesprächen schon vor Vorleit rausgehört oder so, dass das nach wie vor ein wichtiges Thema ist, dass man Steuern zahlt. Zumindest sieht die Nathalie so, dass man das sollte.
Und vielleicht ein bisschen ein Hintergrund von meiner Seite aus. Also die Nathalie ist für mich die Steuerexpertin in Österreich zum Thema Krypto. Wir sind froh, dass sie in Graz ist und keine weite Anreise hat. Und es ist vielleicht für diejenigen, die was nicht nur steuerlich was brauchen, sondern auch rechtlich. Ihr Mann ist nämlich Rechtsanwalt. Nein, Steuerberater. Ist Steuerberater? Nicht als Prüfer. Nein, aber. Aber er ist. Aber ich. Okay. Darf ich nicht sagen? Nein, du riechst nicht, das meinst du wahrscheinlich. Ja. Sorry. So. Aber ja, da hast du im Endeffekt irgendwie ein tolles Gespann oder sowas wäre schon in Anspruch genommen. Wir haben noch ein ICO machen. Ja, wir wollten einmal ein ICO machen und dann haben wir die Bremse reingeschmissen, wie wir gesehen haben, dass das kein gut mehr ist. Letztes Jahr, sagen wir mal, zweite Jahreshälfte. Das war kein so guter Zeitpunkt für ICOs, nirgends. Und ja, und der Thomas, der hat mich letztes Jahr schon mal geredet, hat mir eben die Software gezeigt, oder haben wir über die Software geredet, was sie eben da programmieren. Dann hat er gesagt, die ist noch nicht so weit, die will noch nicht herzahlen. Und jetzt war es dann so weit, dass er es doch herzahlen will. Und deswegen bin ich froh, dass wir da heute so einen profunden, tiefgreifenden, steuerlichen Aspekt wieder mal erinnern werden. So, bitteschön. Passt. Geht? Willst du mich da laufen herlassen? Dann, ja, dann stehe ich nicht im Bild. Thomas, danke für die netten Worte. Es ist total nett zu hören, dass man auch gelobt wird für seine steuerlichen Auskünfte, nicht nur immer, soll ich sagen, geschimpft wird, wie viel Steuern man dann abführen muss. Ja, ja, aber manchmal, also es gibt manche Leute, die glauben, dass der Steuerberater sozusagen dafür da ist, dass er die Steuer sozusagen illegal minimiert, und das ist natürlich nicht in meinen Ermessen. Ja. Das heißt, man versucht sie immer im Bereich des rechtlich Konformen zu bewegen. Was ich heute machen möchte, ist einerseits einmal ein bisschen, die meisten kennen ja schon üblichen Themen, also ich glaube, viele sind hier, die schon mit Kryptowährungen steuerlich auch schon ein bisschen so der eine oder andere Berührungspunkte gehabt haben. Ich möchte ein bisschen einen Überblick geben, was hat sich überhaupt getan, nämlich gibt es schon irgendwas oder wie sind die Fälle, die mir sozusagen, die ich begleitet habe, wie reagiert das Finanzamt und so weiter und so fort. Also da möchte ich ein bisschen einen Einblick geben. Und natürlich auch ein paar Update-Sachen. Hat sich was geändert? Gibt es vielleicht schon das eine oder andere, was jetzt neu ist, von Seiten des BMFs? Generell muss ich ja sagen, der Hype hat natürlich das bewirkt im 2017, 2018, Anfang 2018, war schon so, dass die Finanzämter bzw. auch das BMF sich schon aktiv mit diesen Themen auseinandergesetzt hat, weil sie gemerkt haben, da ist jetzt so ein Hype entstanden, dass wir was machen müssen. Mittlerweile muss ich jetzt schon wieder sagen, ist es wieder ein bisschen ruhiger geworden, logischerweise, weil auch von Seiten der, wie soll ich sagen, des Ministeriums nehmen das auf, was natürlich viel gebraucht wird. Und zurzeit ist halt eher so, dass zwar 17er Fälle noch interessant sind, logischerweise, aber 2018 wird wahrscheinlich sehr uninteressant sein für viele, weil einfach da nicht viel Steuern auf anfallen werden. Gut, was werden wir uns anschauen? Also die typischen Geschichten mit Trading, da auch wieder Abgrenzung und so weiter. Und dann halt, was ich vorher mal bei meinem Vortrag nicht gemacht habe, sind Hardforks, Airdrops und so weiter und dann halt Dokumentationspflichten, wie können die ausschauen. Von meiner persönlichen Erfahrung her muss ich sagen, dass ich eigentlich die Fälle, die wir jetzt gehabt haben mit den Finanzämtern, sind tadellos durchgegangen. Das heißt, das ist ganz eigenartig. Also ist natürlich so, wenn man einen Fall offenlegt. Also wir haben das so gemacht, dass wir, naja, man muss sich so vorstellen, man macht eine umfassende Schrift, einen Schriftsatz, was hat er gemacht, wie tut man das steuerlich einordnen, und dann halt, man macht eine fertige Steuererklärung und legt es dabei. Ja? Und so in meinen Fällen, die ich gehabt habe, ich habe jetzt eigentlich ziemlich österreichweit, also Wiener Finanzämter gehabt, teilweise Grazer Finanzämter, teilweise auch Oberösterreich, niederösterreichischen Bereich, und es ist eigentlich sehr lustig, aber das ist auch vielleicht dem geschuldet, dass die Beamten natürlich definitiv nicht so ein Wissen haben. Und die haben jetzt eigentlich ziemlich alles zu durchlassen, unter Anführungszeichen. Durchlassen eben im positiven Sinne, weil ich habe ja nichts Falsches geschrieben, aber wir haben halt das vorgeschlagen, das so zu besteuern.
und das ist in den meisten Fällen oder auch nicht zu besteuern, weil es halt eindeutig nicht zu besteuern war, ja, und es ist sozusagen auch relativ gut angenommen worden. Das geht jetzt zum Beispiel auf ein Beispiel, zum Beispiel, wenn jemand in den Frühzeiten gemeint hat, ja, also vor 2011, da war immer diese Panik, weil das BMF hat gesagt, naja, es ist alles gewerblich, meine ich immer gewerblich, ja. Und das ist mittlerweile, also meine persönlichen Erfahrungen, da muss man schon unterscheiden. Nämlich der das mit der normalen, handelsüblichen Grafiker damals gemeint hat, der kann nicht nebenbei, vielleicht, weil es einfach als wie soll ich sagen, ein Spiel irgendwie quasi gesehen hat, ja, das mündet noch nicht in die Gewerblichkeit. Ja. Also da kann man schon argumentieren, dass es Vermögensverwaltung bleibt und dass eben das auch außerhalb, also das dann in Wahrheit im Privatvermögen angesiedelt ist und dass etwaige Wertsteigerungen dann ganz normal nach einem Jahr steuerfrei sind. Ja. Also das muss man, das ist durchaus gängige, also hat mir keiner widersprochen, also ich warte schon einmal drauf, dass irgendwer mal widerspricht, ja. Aber das will halt der Steuerpflichtige dann nicht eingehen, weil der ist froh, wenn das so durchgeht beim Finanzamt und das erledigt ist, ja, mit dem. Gut, vielleicht fällt mir bei den einzelnen Punkten dann noch was ein. Genau, da kommen wir jetzt schon zu dem Geschichte mit dem Trading, ja. Es ist also grundsätzlich die Abgrenzung Gewerbebetrieb. Es gibt immer die Frage, es gibt da auch beim, wenn jemand Aktien oder sowas im großen Umfang handelt, ja, als Privatperson, da gibt es immer wieder diese Thema, wann ist denn der dann gewerblich? Und gewerblich bedeutet, dass ich nicht mehr diese Jahresfrist ausnützen kann, dass ich nach einem Jahr steuerfrei die Kryptoassets verkaufen kann. Ja. Und da ist eigentlich eindeutig, tendenziell ist es so, dass es spielt sich alles in der privaten Vermögensverwaltung ab. Es kann, also die ganzen Fälle, die ich da gehabt habe, da ist keiner gewerblich irgendwie noch eingestuft worden, auch wenn der davon gelebt hat, auch wenn der massiv Geld investiert hat. Das Einzige, wo es kritisch wird, ist, wenn man es ihm anbietet, für andere zu machen, logischerweise, ja, oder wenn man es mit erheblichem Fremdmitteleinsatz macht, also Kredite dafür aufnimmt und so weiter. Die sind aber auch nur Indizien. Ja. Also wenn man eines erfüllt hat, hast du so lange, dass man deswegen gewerblich wird. Und zu diesen Themen der Gewerblichkeit hat es auch jetzt ein paar Entscheidungen vom Bundesfinanzgericht gegeben. Zwar nicht zu Kryptoassets, aber eigentlich zu ähnlichen Themen wie zum Beispiel Aktien und auch CFDs und so weiter. Und da ist eindeutig, da gehen es auch ganz stark in die Richtung, das ist in den seltensten Fällen gewerblich. Ja. Also üblicherweise ist das jemand, der hat halt Geld, der möchte ihn, vertraut nicht mehr auf Aktien und da geht halt in die Kryptoassets oder wie auch immer und das ist halt, bleibt eben in der Vermögensverwaltung, in der privaten. Und das bedeutet, dass man eben diese Jahresfrist, die es gibt, also dass ich, wenn ich die Kryptoassets wirklich ein Jahr halte und nach einem Jahr verkaufe, dass ich dann eben etwaige Wertsteigerung steuerfrei verdienen kann. Umgekehrt ist natürlich so, dass Verluste, die dann anfallen, leider auch nirgendwo abgezogen werden können, weil natürlich das geht nur im gewerblichen Bereich. Deswegen wollen ja manche oftmals in die Gewerblichkeit rein, aber das geht in dem Fall recht schwer. Gut, also was ich gefragt werde oft oder was dann lustig ist, wenn man dann so eine Offenlegung macht und man legt ja dann in Wahrheit, man sagt zum Beispiel, ja, der hat getradet und wir haben da eine Auflistung der ganzen Trades, weil so eine Offenlegung, die muss vollständig sein. Das Finanzamt muss sich ein Bild machen können, was hat er gemacht, der Sachverhalt. Ja. Das heißt, man legt dann natürlich die ganzen Trades offen, das können natürlich massive Umfänge sein. Ja. Also ich habe jetzt einmal fünf solche Aktenordner offengelegt. Ich hätte es gerne elektronisch gemacht, nur das Problem ist, beim Finanzamt ist es so, dass man eigentlich noch alles in Papier einreichen muss. Man glaubt das gar nicht. Ja. Aber ich könnte einen USB-Stick hinschicken, nur das Problem ist, ich hätte Angst, dass er verloren geht und dann wäre das nicht vollumfänglich offengelegt. Ja. Also in dem konkreten Fall haben wir uns wirklich das ausgedruckt, ich meine, auf doppelseitig und auf vier Seiten auf einen und so, damit es irgendwie gerade nur lesbar und so weiter. Und dass man wirklich das dann, also der hat alle, er summiert der Trades sozusagen, ich meine, es wird Fälle geben, dann wird das nicht mehr gehen, ja. Aber der hat auch, ich weiß nicht, wie viele, keine Ahnung, Trades gehabt, aber das ist zur Sicherheit. Ja, in Wahrheit, wir legen einmal die Trades offen, ne? Was hat er überhaupt gemacht? Und dann kann das theoretisch, ich warte schon mal, bis ein Finanzamt sagt, naja, der hat ja so viel gemacht, ist ja gewerblich. Aber hat leider, das wird dann, würde ich sagen, naja, mit dem brauchst du nicht kommen, weil der Umfang, die Anzahl der Trades ist völlig irrelevant für die Einordnung, Vermögensverwaltung also, oder Gewerblichkeit. Ja, und was man dann noch machen sollte, man darf ein Finanzamt nicht irgendwas hinschmeißen, also zum Beispiel, das sind die Trades, ich weiß nicht, rechne selber. Ja. Das ist natürlich ganz schlecht. Also in Wahrheit muss man da ein fertiges Konzept haben, da steht in den Briefen gleich drinnen, das sind die steuerrelevanten Trades, die führen zu einer Bemessungsgrundlage von 100.000 Euro oder weniger, keine Ahnung.
Und das wird dann halt dem zugrunde gelegt. Also das, je ordentlicher und je vollständiger das ausschaut, umso besser ist natürlich das auch glaubhaft für die Finanzverwaltung und so weniger wird sie natürlich nachfragen. Ja, ganz allgemein jetzt noch einmal, also diese Steuerpflicht, also ich habe grundsätzlich nur Steuerpflicht gegeben, wenn eben diese Jahresfrist von Tag zu Tag gerechnet nicht überschritten ist. Also wenn ich ein Kryptoassets kaufe und sie innerhalb der Jahresfrist wieder verkaufe, dann habe ich einen steuerrelevanten Vorgang. Wenn das außerhalb der dieser Frist ist, ist er steuerfrei. Und da wäre oft gefragt, naja, wie soll man das? Erstens muss man es dokumentieren schon, ja, aber man muss, wenn man nur steuerfreie Trades hat, muss man es nicht in der Steuererklärung angeben, weil es gibt kein Feld dafür. Es gibt in der Steuererklärung kein Feld, wo Sie einschreiben müssen, steuerfreie Einkünfte. Ja. Das ist nur dafür gemacht, steuerpflichtige Dinge zu deklarieren. Ja. Ich habe aber einen Mandanten gehabt, der war total akribisch und der wollte unbedingt eine Bestätigung vom Finanzamt haben, dass er das wirklich steuerfrei so verdient hat. Also der wollte es in Wahrheit offenlegen, weil er genau gewusst hat, irgendwann kommen die sowieso. Ne? Weil wenn ich einen höheren Betrag, wenn ich dann eine Immobilie damit kaufe, dann kommt die Finanz sowieso irgendwann. Ja? Das heißt, das war so ein Wunsch von ihm, dass man sagt, okay, ich weiß, ich habe euch steuerfrei, aber ich würde gerne das trotzdem offenlegen und sagen, okay, bitte liebes Finanzamt, sag was dazu. Und das haben wir dann gemacht. Der hat dann in Wahrheit einfach da einen Schriftsatz gemacht und in der Steuererklärung ist nichts einzutragen gewesen, aber man hat einfach gesagt, okay, das ist steuerfrei quasi gewesen. Man verweist aufs BMF, weil das BMF sagt selber, dass nach einem Jahr das steuerfrei ist und so ist es dann halt. Und dann kriegt man kriegt natürlich nicht immer ein schriftliches Feedback, aber wenn man weiß, dass es eingelangt ist und dass das akzeptiert worden ist. Ich versuche dann schon immer nachzutelefonieren. Im besten Fall kriegt man was Schriftliches und dann hat man das natürlich dann schwarz auf weiß, dass das nicht zu besteuern ist. Ja. Ja. Blöd ist natürlich das da komme ich jetzt nachher nochmal zurück. Also wir haben das Thema, das ist leider nicht noch. Also grundsätzlich der Tausch von einem Kryptoassets in andere Kryptoassets ist wie eine Veräußerung laut BMF. Also das kann man ableiten aus dem Tauschgrundsatz im Steuerrecht und es wird aber nicht von allen, wie soll ich sagen, Gelehrten und also unter uns Steuerrechtlern gibt es solche und solche und es gibt manche schon, die sagen, naja, ist das jetzt wirklich ein Tausch im steuerrechtlichen Sinne? Weil wir natürlich das Problem gehabt haben, dass wenn Leute getauscht haben in 2017, haben sie die Wertsteigerung zwar gehabt, aber in 2017, aber nicht in Euro. Und das Problem ist natürlich, dass solche Dinge wie jetzt, es gibt halt zahlreiche Leute, die halt das Problem haben, dass sie gar nichts in Euro ausgecashed haben. Und natürlich aber fiktiver eigentliche Steuer produziert haben. Weil natürlich, wenn ich jetzt, keine Ahnung, Klassiker, ich einen Bitcoin kaufe im März und im Dezember habe ich den Ether getauscht, ja, dann habe ich das Problem, dann habe ich eben einen steuerlichen Gewinn also quasi realisiert, obwohl ich keinen Euro noch in meiner Tasche habe. Und das wird interessant werden, weil ich mittlerweile durch diese Vielzahl an praktischen Fällen, die man dann so sieht, man sich da selber auch die Frage stellt. Also ich bin mir nicht sicher, ob das nicht durch eine Rechtsprechung oder sowas einmal, also das BMF ist natürlich nur eine Meinung einmal, was da jetzt einmal kundgetan wird. Ja. Wir haben keine Rechtsprechung, wir haben noch keinen, nicht einmal einen ersten Instanz, nicht einmal Bundesfinanzgericht gibt es noch was. Ja. Aber ich bin mir sicher, jemand, der zum Beispiel jetzt solche, wie soll ich sagen, Gewinne lukriert hat, aber der nie in Euro ausgecashed hat, Da könnte ich mir vorstellen, dass man sehr gut argumentieren kann, naja, es gibt so ein Leistungsfähigkeitsprinzip im Steuerrecht, das bedeutet, es ist verfassungsrechtlich auch, wie soll ich sagen, irgendwie begründet, dass man natürlich jemanden nicht, der tatsächlich, wenn ich jetzt nie einen Vorteil daraus gehabt habe, dann tue ich mir schwer, das zu besteuern. Ja. Also da wird es unter Umständen, kann man nicht gewährleisten, aber bin mir nicht mehr so ganz sicher, ob das mit dem Tausch, haut, man muss grundsätzlich unterscheiden zwischen Leuten, die ausgecashed haben, die wirklich Euro am Bankkonto daraus lukriert haben und solche, die es nicht gemacht haben. Weil das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Ja. Und wenn das niemand gemacht hat, viele haben ja gesagt, ja, dann lasse ich sowieso und ich gar nichts, weil ich so quasi Kopf in den Sand, weil ich kann es eh nicht zahlen, ja, was ja stimmt. Und dazu kommt ja dann auch noch, dass man dann auch noch überlegen muss, ob man, es gibt dann sowas, wenn man es wirklich gar nicht zahlen kann, wenn man nur quasi so quasi fiktive Gewinne hat und man hat keine Euros, dann ist ja die Frage, ob man dann nicht sowieso Nachsichtsansuchungen stellen muss beim Finanzamt und irgendwie sagt, okay, er kann es nicht zahlen. Ja. Wenn man sehen, wie die Finanzen mit dem umgeht. Das ist, wie gesagt, es gibt, dazu gibt es ein paar, man versucht
Auch es gibt eine Judikatur zur Fremdwährungsverbindlichkeiten, wo mal der VWGH gesagt hat, wenn man von einer Fremdwährungsverbindlichkeit, das war Schweizer Franken, in Yen konvertiert, ja, dann ist immer darum gegangen, ist diese Wertsteigerung, die man da hat, ist das jetzt, oder dieser Verlust, den man realisiert, ist der jetzt schon realisiert oder der Gewinn oder nicht? Und der VWGH hat in dieser Rechtsprechung gesagt, nein, erst wenn man zurückkonvertiert in Euro. Und hat aber das mit mehreren, da ist auch um den Tauschgrundsatz, ob Verbindlichkeiten getauscht werden kann und so weiter. Das, da hat er, und das Problem ist aber das, dass natürlich einige aus der Wissenschaft sagen, naja, oder aus den, auch aus dem beratenden Bereich sagen, naja gut, das ist was, eine Fremdwährungsverbindlichkeit ist nicht vergleichbar mit einem Krypto-Asset. Das eine ist ein Asset und das andere ist eine Verbindlichkeit. Und deswegen kann man diese Rechtsprechung laut ein paar also ich würde es gerne probieren, ja. Ich glaube, das wird mir sicher nur gelingen, dass man das vielleicht mal probiert, das kann man probieren, dass man dann sagt, wenn man so einen Fall hätte, dass man der wirklich nur, wie soll ich sagen, keine Euros ausgecashed hat, dass man das einmal einfach probiert. Es ist ja nur, man muss halt auch sagen, einem Klienten ganz ehrlich, ich meine, der tut natürlich, es kann so oder so gehen, gell. Also das ist schwierig, gell. Wenn man, also das muss man mal finden, ne. Wenn der jetzt keine Euros hat, oder keine andere Einkunftsquelle für die Euros, dann habe ich das Problem, naja, weißt du, ich will probieren es, aber in Wahrheit kann ich da nicht gewährleisten, ob wir damit durchkommen. Ne? Aber es wird einmal irgendwer machen, bin mir sicher, dass man das mal probieren muss. Ja? Also, so wie zu diesem Tauschgrundsatz. Bin schon gespannt, ob man da was... Also, ein Schaubild, da ist es nur noch einmal verdeutlicht, also das ist jetzt genau das Problem. Ja, in Wahrheit, Kauf am 15.02. an Bitcoin um 1200 im 2017er Jahr, und dann hat er es eben im Dezember dann getauscht in Ether, und dann habe ich das Thema eben logischerweise, dass ich da jetzt, er hat noch nichts in Euro, aber er hat da in Wahrheit einen steuerpflichtigen Gewinn lukriert oder realisiert von 12.300 Euro. Ne? Wenn man das in diesem großen Stil macht, dann kommt natürlich was zusammen. Ne? Ja. Kommen wir zum anderen Thema. Da ist jetzt da ist schon, ich glaube, da kann man sagen, da geht es jetzt immer darum, wie, also wenn man mehrere hintereinander, also wenn man so typischerweise eine Kryptowährungsbörse sich vorstellt und jemand kauft dort oder tradet dort ständig, ja, dann habe ich immer wieder Anschaffungsvorgänge von diversen Coins, ja, und irgendwann mal werde ich die wieder benutzen oder verkaufen oder gegen was anderes traden oder sowas. Und dadurch, dass ich ja bei jedem Trade oder bei jeder Veräußerung der hingegebenen Kryptowährung, muss ich mir immer überlegen, naja, an einem Zeitpunkt, also das Steuerrecht würde so dicken, oder dickt so, in Wirklichkeit muss ich sagen, im Zeitpunkt des Trades, also die hingegebene Coin, was hat der für einen Marktwert in Euro? Und von diesem Marktwert kann ich jetzt sagen, kann ich meine Anschaffungskosten abziehen. Also, und da muss ich jetzt mir die Frage stellen, naja, welchen Coin nehme ich denn? Ja, also kann man ja aussuchen in Wahrheit. Ja? Wenn ich alles lückenlos habe an den Dokumentationen, hat ja das Finanzamt da selber gesagt, ich darf eine beliebige Zuordnung machen. Und beliebige Zuordnung, da ist auch die Frage, was ist beliebig? Das haben wir noch immer nicht ganz abgeklärt, aber ich interpretiere es jetzt sehr weitläufig. Ja. Wenn beliebig heißt, ich kann irgendeinen Coin, den ich irgendwo mal angeschafft habe, muss nicht auf der gleichen Börse sein, es muss nicht, weiß nicht, er kann irgendwo auf einem Wallet liegen, etc. So interpretiere ich das einmal, bis jetzt nichts anderes kommt. Und das ist natürlich, gibt halt einen Spielraum, weil dann werde ich natürlich, grundsätzlich werde ich natürlich immer die verkaufen, die schon mehr als ein Jahr liegen, weil dann habe ich die steuerfrei. Aber da muss ich mir halt überlegen, wenn ich eine Äußerung am Jahr habe, muss ich mir überlegen, na, dann will ich die verkaufen, die am teuersten angeschafft habe in Euro. Und das kann man in Wahrheit halt steuern ein bisschen, ja, unter Anführungszeichen. Das geht aber nur, wenn man es lückenlos hat. Lückenlos heißt, naja, dass man alle Exchange-Bewegungen, da rede ich alle Wallet-Bewegungen und so weiter, alles hat. Ja. Und ja, ich meine, wenn es umfassend ist, ist es eh schwierig, die Lückenlosigkeit zu prüfen, aber jedenfalls nur dann, wenn man wirklich gar nichts mehr hat oder wenn man wirklich massive Lücken hat, dann muss man halt die FIFO-Methode nehmen. Und die hängt natürlich auch wieder davon ab, kann oft auch nicht so schlecht sein, wenn man eh langfristig was gehalten hat und über ein Jahr dann kommt mit den meisten Assets, dann ist das, kann es auch okay sein. Also eigentlich muss man es immer probieren. Also es ist nämlich nicht so, man muss halt in Wahrheit mehrere Verfahren probieren. Deswegen gibt es auch die Tools in Wahrheit. Ja. Und man muss halt auch schauen, es ist irgendwie schwierig,
es hat jeder anders Verhalten oft gehabt. Ja. Es ging irgendwie blöd. Man glaubt immer, man kann alles so in ein Programm einmanschen. Ja. Und dann kann man einfach auf Knopfel drücken und dann kommt das richtig raus. Ja. Das ist eben leider nicht so. Man, es ist, klingt vielleicht, das ist, man muss das schon auch so realistisch sehen. Denn man, es ist eher so, erstens muss man alles vollständig eingeben, muss man alles vollständig haben. Ja. Und das Zweite ist, aber man muss halt dann probieren. Und da braucht man halt, kann man die verschiedenen Verfahren probieren. Ne? FIFO, LIFO, HIFO, beliebige, also steueroptimiert und so weiter und so fort. Ja. Und dort, wo es am wenigsten rauskommt, also ich habe es so gemacht immer, dort, wo am wenigsten rauskommt, das haben wir halt, weil es ist ja auch rechtens, weil es beliebig zuordnenbar und ich habe alle Unterlagen, da haben wir halt, das haben wir dann halt eben zugrunde gelegt, der Steuer. Also das ist eigentlich ganz so gescheite Vorgehensweise. Nämlich vor allem bei den Leuten, wo ich gewusst habe, die was ausgecashed haben. Weil das Problem ist, dort bei dem müssen Sie die Fragen immer stellen, weil die sind in den Vermögen bereichert worden und da wird immer die Steuer zugreifen wollen, ja, wenn ich Euro irgendwo habe. Und da muss man eben, also da kommt man dann aber eh teilweise auf gar nicht so schlechte Steuersätze. Wenn man einen großen Teil steuerfrei hat und dann einen Teil nur steuerpflichtig, dann können die meisten damit leben, ja, Wahrheit. Gut, das war jetzt genau das nur mal nur Beispiel. Da haben wir mehrere aufeinanderfolgende Anschaffungsvorgänge. Da haben wir am 21., am 23., am 24. 2017 und immer jeweils ein Bitcoin. Und am 1.3. verkaufen wir einen. Ja? Und jetzt können wir natürlich sagen, welchen verkaufen wir. Ja? Und wir können uns das aussuchen, ja, in Wahrheit. Und je nachdem, also wenn ich sage den ältesten, dann hätte ich da 1.500 minus die Anschaffungskosten von 1.000. Dann hätte ich einen Gewinn von 500, ja, das ist das FIFO-Verfahren, weil das heißt immer das First in, First out, das heißt, das, was als erster gekauft worden ist, wird auch als erster wieder verkauft, ja, das ist ja so ein Verbrauchsfolgeverfahren, die auch bei den Handelswaren üblich, normalerweise kommt der aus dem Handel in Wahrheit oder aus der Bewertung von Vorräten und so weiter. Dann, das zweite wäre in Wahrheit mit HIFO wäre es null, weil dann verkaufe ich den, der halt um 1.500, den habe ich um 1.500 gekauft und verkaufe um 1.500. Ja. Und beim letzten, also bei der Variante, habe ich dann in Wahrheit halt ein LIFO, also das letzte, den letzten, den ich gekauft und verkaufe mit dem Trade, und so, da habe ich dann einen Gewinn von 200. Und dann gibt es halt noch eine steueroptimierte Berechnungsmöglichkeit und die kann so ausschauen, dass man sagt, okay, von allen Trades, die ich jemals gemacht habe. Ja. Und ich mache jetzt, also bei jedem Trade, den ich setze, muss das Programm untersuchen, so quasi, bitte nimm jetzt einen Coin, also erst untersuchen, ob du einen Coin hast, der steuerfrei geht. Ja. Dann würde man das so zuordnen, dass die steuerfreien als erster verkauft werden. Dann haben wir keine Steuer. Dann haben wir zwar hohe Gewinne, aber die sind nicht besteuert, weil sie außerhalb der Jahresfrist sind. Wenn ich keine mehr habe, wenn ich von denen nichts mehr habe und nicht mehr übrig sind, oder wir haben gar keine, weil wir alles in einem Jahr gemacht haben, dann muss ich im Programm sagen, bitte nehmen wir jene Coins in der Anschaffung her, die am meisten gekostet haben in Euro. Also die mit den höchsten Anschaffungskosten. Und weil dann das bringt dann viel, wenn die Bemessungsgrundlage für die Versteuerung niedrig ist bei jedem Trade. Und das geht natürlich auch nur bedingt, aber es ist zumindest das Maximum. Also ich kann, weil es kann da passieren, dass du nach anderen Verfahren halt mehr rauskriegst. Ja. Und das kann oft eklatant sich auseinander. Also ich habe da teilweise einen Unterschied gehabt von 30.000, 40.000 Euro in der Steuerbemessungsgrundlage, was ja doch viel ist bei jemandem, der weiß nicht, keine Ahnung, wo es gar nicht so große Volumina waren, wo 200.000 Euro Gewinn und dann auf einmal ist der bei FIFO ist der um 40.000 Euro höher als bei einer steueroptimierten Berechnung und so weiter. Ja, gut. Genau, aber jetzt bleiben wir mal stehen, gibt es vielleicht Fragen? Ich weiß nicht, sonst ist es immer so anstrengend, wenn ich dauernd reden muss. Zu dem Themenkomplex einmal. Ja, vielleicht zur steuerpflichtigen Berechnung. Was ist, wenn ich jetzt Verluste hätte, ja, innerhalb der Jahresfrist und ich möchte eigentlich die reinvestieren als erstes, um eine Steuerlast zu drücken und nicht den steuerfreien Coin, den ich vielleicht gebraucht hätte? Naja, aber die hätte die Verluste realisieren, ja, das ist schon richtig. Ich meine, ich muss einmal grundsätzlich im Kalenderjahr, die Verluste dürfen nur auftauchen im Kalenderjahr in Wahrheit. Ich würde die. Wenn ich eigentlich weiß, dass der erste Jahr Verluste drauf hat, dann ist es schon. Ja, das wird. Die steuerfrei, die man keine
Naja, das muss man die Frage ist nicht das. Nein, warum? Weil die Steuerfreien sind immer steuerfrei. Die Verluste sind schon gut, aber die muss ich mit anderen Steuerpflichtigen kompensieren im Jahr. Also ich muss mal schauen, ob ich welche habe. Ja. Aber dann hast du natürlich recht. Ja. Also das kann man natürlich also nur in 2017, also ich muss jetzt sagen, klassisch 2017. Ja. Also ich habe mich hauptsächlich mit 2017er Ding jetzt beschäftigt. Ja. Und da habe ich Verluste leider nicht so viel gesehen. Also, ja, Gott sei Dank. Also ich habe mir über die Verlustverwertung in 2017 mir überhaupt keine Gedanken gemacht. Aber was ein großes Problem ist und was man natürlich sagen muss, da sind die Leute auch arm, ja. Nämlich die, die halt 2017 jetzt diese Gewinne gemacht haben und die in 2018 dann aber hohe Verluste gemacht haben. Also sei es jetzt zum Beispiel auch, weil sie wirklich realisiert haben, weil sie ausgegangen sind, zum Beispiel in Euro. Da muss man halt, da wird sich sicher auch was ändern, weil das kann nicht so bleiben, weil das Problem ist, wir können in dem jetzigen gesetzlichen Rahmen, können wir immer nur steuerpflichtige Spekulationsgewinne in einem Jahr, also die wie im Kalenderjahr angefallen sind, ja, mit steuerpflichtigen, also grundsätzlich steuerpflichtigen Verlusten, unter Anführungszeichen, die auch innerhalb der Jahresfrist getradet worden sind, gegenverrechnen. Und das ist ein großes Problem und ich glaube, das wird sowas sein, das haben wir eh schon mal irgendwo auch in eine höhere Ebene versucht zu anzubringen, dass das nicht okay. Also das ist sowieso generell ein Problem bei den Einkünften des Kapitalvermögens, bei Aktien und so weiter und so fort, habe ich das gleiche Problem, nur da war es nicht so eklatant, weil es nicht so extrem volatil ist. Ja. Aber das ist ein großer Punkt. Also ich bin dafür, dass man Verlustrücktrag schafft oder sowas. Ne. Das wäre praktisch, wenn man sagt, okay, jetzt habe ich heuer einen Verlust gemacht aus Krypto-Assets, bitte wieder einen Rücktragen. In Deutschland gibt es nämlich teilweise. Ja. Also man muss schauen, dass man dann einfach zu einer gescheiten Verlustverwertung kommt, weil sonst alles andere wäre, weil der bleibt auf dem Sitzen. Wenn er in dem Jahr nur Verluste hat wie 2018, wird er das nicht verwerten können. Das ist natürlich dann sehr blöd. Ja. Aber deswegen ist es auch gescheit, mit einem Tool kann man dann auch schauen, wenn man das ständig mitlaufen lässt, könnte man schauen, also wie 2018, blöd ist nur, wenn der Markt sich nicht bessert, dann hast du nur Verluste, kannst du nicht realisieren. Du müsstest halt was mit Gewinn realisieren in 2018, damit du das gegenrechnen kannst. Ja. Aber ist durchaus denkbar, dass man das auch optimiert. Mhm. Gut. Ja, bitte. Ich würde nur kurz fragen, weil es dann heißt, es soll zum jeweiligen Marktwert zu einem gewissen Datum berechnet werden in Euro. Ach so, ja. Findet zum Beispiel den Marktwert von irgendeinem Mini-Coin vor 3 Jahren aus? Ja, das ist immer vor 3 Jahren. Aber man kann, also man, es gibt zumindest, also man wird nachher, wenn man auch ein bisschen was hören, aber man kann zumindest, also grundsätzlich ist immer die Frage, welchen, nicht mal überhaupt welchen Markt, weil die sind so unterschiedlich. Es also kommt darauf an, welche Börse und was man nützt. Ja. Also ich glaube, also vom Zugang her, man müsste, also das Steuerrecht oder die Finanzverwaltung wird sicher argumentieren, man sollte jene Kurse nehmen auf den Börsen, wo man üblicherweise getradet hat, wo man sich üblicherweise bewegt hat, ja, oder einen Durchschnitt aus mehreren, wenn man auf mehreren agiert hat. Ja. So ist das ist die grundsätzliche. Es gibt aber noch keine Richtlinie und es gibt da auch noch nichts, wo sie sagen, für mich ist natürlich umso genau, umso besser. Also was zum Beispiel schon klassisch ist, wenn du sagst, ob der Trade jetzt am Nachmittag oder am Vormittag stattgefunden hat, ist in Wahrheit, kann schon ein extremer Unterschied sein. Gell? Also das sollte natürlich, das sind solche Dinge, und viele Börsen arbeiten halt mit einem Tageskurs oder keine Ahnung, wie auch immer, oder dass man sagt, oder zumindest dass man sagt, okay, man nimmt jetzt nicht, weil es einfach zu aufwendig wäre oder sowas, aber da muss man halt dann schauen. Also es ist schwierig zu sagen, oh, es gibt jetzt noch kein gut oder kein richtig, aber ich glaube, man kann, also das wird sicher so sein, je genauer, je besser, desto besser. Aber man kann durchaus sagen, ich nehme die Kurse, die man üblicherweise auf den Börsen, wo ich war, da halt noch verfügbar sind. Und da kriegst du dann nur einen Tageskurs oder einen Open-High-Kurs. Wenn ich einen tagesniedrigsten Kurs nehme oder einen tageshöchsten Kurs, da ist auch wieder so was. Ja, genau, aber da würde ich sagen, wenn man so, das ist so, wenn man so einfach so man muss entweder, ich würde immer, ich mache immer einen Durchschnitt aus dem, jetzt haben wir dann vielleicht ein Tool, oder es wird dann immer ein Tool immer alles besser sein, aber in Wahrheit, ich habe immer so einen Durchschnitt genommen zwischen Closed und Open oder High oder Low Kurs pro Tag, ja, dass man wenigstens gewichtet. Oder man darf, also was man nicht machen darf, man kann nicht immer den Besten nehmen. Ne? Also wenn man immer sagt, heute nehme ich einen Open, weil das niedrigste, dann nehme ich einen Closed Kurs, das geht nicht. Also in Wahrheit muss man dann halt bei einer bleiben, bei einer, weil das glättet sich dann eh wieder in Wahrheit. Kann ich keine bessere Antwort geben zurzeit. Mhm. Vor ein paar Wochen ist zum Beispiel für Topia gehackt worden. Habe ich gehört, ja. Wenn man etwas gehabt hat, kann man das als Verluste, das ist bad. Mhm. Das ist ein Kapitalverlust. Das ist so, wie wenn du deine Aktie, also wenn das ist eigentlich in Wahrheit, das ist der Kapitalstamm geht verloren. Also das ist leider, das ist total gefährlich. Das muss man da aufpassen, ja. Weil das ist in Wahrheit, ja,
Pech gehabt, unter Anführungszeichen. Finanzverwaltung sagt, das ist in Wahrheit der Verlust eines Kapitalstamms im außerbetrieblichen Bereich, geht nichts, da kann man nicht ab, kann es nirgendwo ansetzen, das ist nicht vorgesehen. Ne? Ja, unfair, oder? Ja, das war's. Das, wie gesagt, das kann man, das Problem ist, dass es ja bei, das resultiert ja aus der normalen, also das ist bei allen anderen Einkünften das Kapitalvermögen auch so, das hat noch nie jemand aufgegriffen, dass das vielleicht unfair wäre. Es ist ja kein Verlust, du hast ja Anspruch drauf. Ja, vielleicht kriegst du sie über die. Ja, genau. Ich weiß, ja, Mt. Gox hat ja dann teilweise zurückgezahlt. Ne? Da gar nicht, glaub ich, weiß nicht, wie, gar nicht so wenig, was ich, oder zumindest einiges, ja, was ich gehört habe. Ja. Ja, okay. Also, dann gehen wir weiter zu den Hard Forks. Also, grundsätzlich war da immer die Frage, naja, wie gehe ich um im Zeitpunkt des Zuflusses? Also wenn ich auf mein, ich kriege jetzt irgendwelche aus einem Fork entstehende Coins auf mein Wallet. Und da ist immer die Frage gewesen, naja, ist das jetzt schon irgendwie steuerlich relevant oder was ist das eigentlich? Mhm. Ganz kurz, Hardfork, du meinst im Endeffekt Bitcoin, Bitcoin-Cash. Genau, oder Ether Classic und so weiter. Okay. Das ist die Frage, was meinst du dann noch weiterhin? Das ist ein sehr verwirrender Begriff. Ja. Okay, ach so. Upgrade laut Zcash wird in Ethereum als Hardfork bezeichnet und das ist eigentlich ein Sound für Software-Updates. Nein, ich meine jetzt, ja, genau, okay. Ich mag genau. Genau, dann meine ich das. Das meine ich. Ich meine. Ja, ich habe nämlich, ich hab eine Definition davon, aber ich habe gedacht, ich tue es nicht auf, weil ihr wisst das ja alle. Also grundsätzlich meine ich das, mir gehören Coins, ja, und danach, nach dem Hardfork, nach dem Chainsplit, kehren mir andere Coins und ich habe nichts dafür gezahlt. Unter Anführungszeichen, das meine ich, ja. Und alles andere ist irrelevant. Nur das ist steuerrechtlich interessant, weil ich habe in Wahrheit, zum Zeitpunkt vor habe ich 2 Bitcoin und danach habe ich 2 Bitcoin Cash dazu gekriegt, ohne dass ich irgendwas tun habe müssen. Ja. Und da ging es jetzt um die Frage, naja, ist das im Zeitpunkt, wo ich die 2 Bitcoin Cash zum Beispiel bekomme, ja, ist das jetzt schon irgendetwas steuerlich? Und da kann man sagen, also das, da gibt es in der Literatur, es hat ein paar Artikel gegeben, das BMF hat sich jetzt auch schon dazu geäußert, in so einer Anfrage, der Beantwortung einer parlamentarischen Anfrage. Und grundsätzlich ist es einmal so, dass da in dem Zeitpunkt, wo es zufließt, eigentlich man nichts besteuern muss, ja, in Wahrheit, weil man ja nichts getan hat und weil man es nichts und hat man es kriegt. Und die muss man nur überlegen, naja, wenn ich es wieder veräußere oder in einen anderen Coin trade, dann muss ich mir überlegen, naja, habe ich da irgendwo ein Besteuerungsthema. Nämlich das ist dann das. Also wenn ich sie weiter veräußere, dann muss ich mir Gedanken machen. Das kommt auf der nächsten Folie. Also wie gesagt, da mangels Leistungsaustausch gibt es keine Besteuerung. Das fällt nirgendwo in die Einkunft, also das fällt auch nicht unter diesen Einkünften aus Leistung und das ist ein Auffangtatbestand im Steuerrecht. Was ich aber dann prüfen muss, wenn ich es weiter veräußere, dann muss ich überlegen, naja, wie mache ich jetzt wegen der Haltefrist, ne? Also wegen dieser Spekulationsfrist. Da geht es jetzt dann darum, da war dann die Frage, wie behandelt man das am besten, ja? Und in Wahrheit geht es immer um den Ursprungsasset. Also da geht es dann darum, wann wurde das Ursprungsasset angeschafft. Das heißt, ich muss bei Bitcoin Cash schauen, wann wurden die zugrunde liegenden Bitcoins angeschafft. Und wenn die schon mehr als ein Jahr lang angeschafft worden sind oder schon so behalten wurden, dann kann ich die Bitcoin Cash eigentlich sogar theoretisch am Tag, also im Optimalfall, da war dann der Vorgang, 31.07.17 war der Vorgang, irgendwas, keine Ahnung, da kann ich sie theoretisch, wenn ich schon länger ein Jahr gehabt hätte, die Bitcoin Cash verkaufen können und sie sind steuerfrei, weil ich die Jahresfrist eingehalten habe. Ja. Kurze Frage, das heißt, wenn ich 2 Jahre später als Claim, ist ja steuerfrei. Das waren das Claims, dieses Wurscht. Ja, ist es steuerfrei. Für mich ist es so, wann hättest du sie claimen können? So sehe ich das. Wenn das du brauchst nicht gleich, sondern 2 Jahre später. Ja, dann ist, du hast dann trotzdem, ich meine, wenn du die Transaktion anschaust in der Blockchain, hast du natürlich das Datum, ist natürlich blöd, ja. Dann musst du halt beweisen, dass es, aber das kann man beweisen, wenn man sagt, okay, ich hätte damals schon der Hardfork, das ist ja überall gewesen in den Medien, ja, der war an dem Tag und ich hätte sie schon vorher eigentlich claimen können und ich habe es nicht gemacht, ja. Würde ich jedenfalls so sagen, ja. Weil es geht immer um die Macht, dass ich darüber verfügen kann. Weil wenn das du halt nicht machst, weil es dir halt momentan nicht danach ist oder weil es halt einfach später machst, das ist eigentlich, mir geht es immer um die Verfügungsmacht. Wenn ich darüber verfügen kann, dann fließt es mir zu. Und in dem vom konkreten Fall, wenn ich es dann wieder veräußere, dann muss ich halt schauen, wann ist eben das Ursprungsasset, also das angeschafft worden.
Ja, ja, und das ist ja das, was das BMF sagt. Also das war so, da hat es einmal irgendwann einmal von den NEOS eine parlamentarische Anfrage gegeben, eben 2017 oder Anfang 2018, und da ist es darum gegangen, wie sind Hardforks zu besteuern, und da ist eben wirklich das mit Chainsplits gegangen. Und da sagen sie mal, es ist den Anschaffungszeitpunkt der ursprünglichen Kryptowährungseinheiten abzustellen, die Anschaffungskosten der neu erhaltenen Kryptowährungseinheiten sind dabei mit Null anzusetzen. Ja gut, ist ja gut, dann machen wir es Null, aber in Wahrheit, wenn sie verkauft werden, dann, ja, dann muss man halt aufpassen, wenn sie innerhalb der steuerpflichtigen Zeit verkauft werden, also innerhalb der Jahresfrist, gerechnet vom Ursprungsasset weg, habe ich natürlich eine volle Steuerpflicht von den Bitcoin Cash in unserem Fall jetzt, weil natürlich die haben ja keine Anschaffungskosten von Null gehabt, ja. Also das ist so das Ding, also das gibt es ja natürlich auch, dass die Leute das dann so schnell verkauft haben, und dann hat man halt den Marktwert der Bitcoin Cash in dem Zeitpunkt, wo ich es verkauft habe oder getauscht habe in einen anderen Coin, als Besteuerungsgrundlage. Ja. Gut, und jetzt haben wir dann anderen, da haben wir so ein Beispiel, genau, das ist jetzt nochmal das, das sind jetzt zwei Beispiele, einmal, da haben wir einen Kauf am 15.03., dann haben wir einen Hardfork am 1.08. und dann haben wir den Verkauf am 5.08. und da sieht man schön, also dadurch, dass eben der Kauf von den Bitcoins erst am 15.03.2017 war, habe ich eben logischerweise die Jahresfrist nicht überschritten, und ich habe eben einen steuerpflichtigen Gewinn von 500 Euro, weil die Anschaffungskosten null sind. Ja. Wenn ich es da auf der zweiten, das ist die nächste Folie, da sehe ich schön, da habe ich am 15.03. auch angeschafft, aber ich habe auf dem 16.03.2018, also wirklich nach einem Jahr, erst die Bitcoin Cash verkauft. Dann habe ich natürlich einen steuerfreien Gewinn von 700, den ich auch wieder dann halt nicht, also den ich halt auch nicht in der Steuererklärung angeben müsste, wenn es eben nur einer ist. Aber ich muss natürlich dokumentieren können, dass ich das, also im Fall einer Rückfrage muss ich dokumentieren können, dass es wirklich steuerfrei ist, ja. Und da reicht es aus, wenn man eben den Anschaffungsvorgang nachweisen kann, ja, dass man den um 1.500 Euro gekauft hat, den Bitcoin, dann war eben den Hardfork, kannst nachweisen, das ist überhaupt kein Problem. Und den Verkauf hat man auch in der Regel einen Trade oder sowas. Ja. Gut, jetzt kommen wir zu den Airdrops. Unter den Airdrop verstehe ich einfach, dass man auch wieder kostenlos irgendwelche Coins kriegt, ja. Aber die eben nicht aus einer Chainsplit kommen, sondern halt einfach entweder viel im Rahmen, war üblich bei den ICOs hat es so gegeben, diese Goodies, die halt, wenn du mich irgendwo, bitte, wenn du in meiner Twitter-Gruppe einen Post machst und wenn du da irgendwas auf Telegram was machst, dann kriegst du halt irgendeinen Airdrop oder so. Das ist einmal die eine Art. Das ist, also ich habe da grundsätzlich wieder zwei Arten unterschieden. Einerseits einmal diesen automatischen Airdrop. Das ist zum Beispiel bei Byteball gewesen. Da hat man dann einfach, ich meine, das ist jetzt, da kommt es einfach unangekündigt zu einer Verteilung von Kryptowährungseinheiten an Wallets, die ein Guthaben aufweisen. Ja? Was war das? Bei Byteball werden eine Bitcoin-Adresse registriert. Ja, aber das ist so. Ja, aber das ist aber zu wenig. Wenn ich mir nur eine Adresse registriere, das ist, würde ich sagen, das will ich trotzdem da einordnen, weil du nur das Registrieren ist noch kein. Ich war kein Registrieren, du musst das quasi eben. Transaktionen machen. Im Gegensatz zu, also auf Ethereum kriegst du viele Tokens zur Verfügung gestellt, nur deswegen, weil du irgendwann was drauf hast. Das heißt, du bist ganz verwundert, wenn du dann in deine Ethereum-Adresse reinschaust, mhm. Und dann findest du irgendwie ganz viele Tokens, von denen du noch nie was hast. Ja, das habe ich gesehen, ja. Ja, aber das würde man jedenfalls als automatisch einmal ansehen. Dazu gibt es noch nichts vom BMF und so. Ja, das sind alles nur meine Gedankengänge. Also solche Dinge würde ich zum Beispiel so sehen, das kriege ich, und das würde ich so behandeln wie ein Hardfork. Also ich kriege was, da habe ich nichts getan dafür. Und erst wenn ich es verkaufe, mache ich mir Gedanken darüber, ob ich was besteuern muss. Und dann würde ich dann wieder das Ursprungsasset, also das muss ja irgendwo herkommen, würde ich das wieder heranziehen. Ja. Bei Byteball, ich weiß nicht genau, aber ich habe mir gedacht, das war dort auch so, aber wurscht. Beim Manuellen, was ich da meine, ist eben das typische, eben das, liken, Beiträge teilen und so weiter oder in irgendeinem Forum vielleicht was schreiben, eine gute Kommentierung oder sowas. Das ist nämlich so, dadurch, da gibt's diesen Begriff, dass in einem Steuerrecht gibt es einen Auffang-Einkunftsart, das heißt Einkünfte aus Leistung. Und das ist so, jedes geringe Tun, Unterlassen, Dulden, wenn ich dafür was kriege, kann das schon steuerpflichtiger Tatbestand sein. Und das kann man da theoretisch rein tun. Die Frage ist halt nur, man muss dann auch wieder diese Frage stellen, hat der überhaupt einen Wert zu dem Zeitpunkt? Gell? Also das ist dann auch so, weil wenn der nämlich, wenn ich den kriege und der hat noch nicht einmal einen Marktwert,
dann frage ich mich, dann tue ich mir sehr schwer, dass ich das besteuere, ganz ehrlich. Also das muss man sich schon immer fragen. Der Marktwert heißt, das muss ich in einer gewissen Sphäre muss der handelbar sein, ich muss ihn wieder veräußern können. Irgendwer muss bereit sein, den überhaupt zu nehmen. Und wenn ich das nicht habe, dann tue ich mir da sicher schwer mit der Besteuerung. Das sind jetzt die Lösungen, habe ich schon gesagt. Das oben ist eben dieses, würde ich behandeln wie ein Hardfork, und unten habe ich eben, da habe ich eben das Thema, wenn das wirklich Leistungsaustausch ist, das heißt, ich tue was aktiv, damit ich was kriege, dann ist es ans Einkünfte, also zumindest allenfalls, zumindest, also wenn es gewerbliche Einkünfte werden es nicht sein in der Regel und selbstständige auch nicht, sind es Einkünfte als Leistungen, womöglich, aber hier ist noch immer die Frage nicht der Wert, der Bewertung, die natürlich dann vielleicht null ist. Ich würde das nicht als Leistung sehen. Für mich ist das, mir geht das ein bisschen, das ist zu wenig. Ich weiß nicht. Bei DCR wahrscheinlich. Wie bitte? Bei DCR wahrscheinlich. Die haben nur müssen Adress generieren und irgendwo bekannt werden. Ja, aber ich sehe das nicht. Für mich ist das zu wenig, wenn ich ehrlich bin. Ja. Du hast es gerade. Wenn du automatisch jetzt behandelst für den Hardfork und das Ursprungsasset anschaffst, auf den Herren würdest, ich generiere ohne Adresse, aber ein Ursprungsasset. Also nicht mehr nach dem Herren, nämlich das Datum zum Herrschaften. Na, aber die Frage ist ja, woher leitet sich das ab, wie viel ich kriege? Machen wir es einmal so. Ne? Also wenn das wirklich so etwas ist, wo ich sage, ich habe gar kein Ursprungsasset, dann würde ich, dann ist ja die Frage, ob es dann wirklich automatischer ist, vielleicht ist es dann doch ein manueller, aber dann hast du trotzdem die Frage, ob es wirklich einen Wert hat. Dann hat es vielleicht null und dann hast du wieder nichts zu besteuern, im Zeitpunkt des Zuflusses. Nein, das, und das würde ich, ja genau, und das, und für das, damit du eine Frist hast, damit die zum Laufen beginnt, brauchst du einen Leistungsausstoß. Das heißt, da brauchst du irgendeinen Anschaffungsvorgang, der daraus resultiert, dass irgendwas, dass du irgendwie was getan hast. Das muss meines Erachtens, man muss es halt individuell anschauen. Nur anmelden ist aber noch keine Leistung. Das finde ich auch nicht. Also ich finde es eigentlich zu wenig, aber man muss halt individuell wahrscheinlich den jeweiligen Token oder Coin anschauen, wie das da genau gehandhabt wird. Social Media Aktivitäten und was verteilt haben, dann ist es ja oft so gewesen, dass man gesagt hat, du kriegst doch so viele Token. Die Bounty sind hier sowas. Manuell. Teilweise auch quasi mit einer Bewertung hinterlegt und was auch immer, nicht zwangsläufig handelt worden. Ich würde jetzt trotzdem annehmen, dass eigentlich die meisten Leute oder so nicht unbedingt aus Österreich kommen, sondern irgendwie aus Nigeria und anderen Ländern, die was wirklich auch spezialisiert haben, genau bei denen. Dinge mitzumachen, Social Media Aktivitäten pushen und dann. Du meinst, die Coins lukrieren, du meinst? Die dann so in der Hoffnung kauft, dass das irgendwann das wird. Ja. Das ist ja, aber das ist ja grundsätzlich, richtet sich das ja immer nach, also derjenige, der nach dem Wohnort oder wo der ansässig ist, in dem Land geht das Steuerregime. Das heißt, ich rede eh nur, also das gilt ja nur für die Leute, wenn überhaupt, ja, wenn man das jetzt teilt, meine Meinung, die da in Österreich wohnhaft sind. Dem müssen sie Gedanken machen über sowas. Und ich meine, ganz ehrlich, die Praxis hat an mir gezeigt, dass da ja nicht so viel drinnen ist. Also ganz ehrlich, das wird kein Finanzamt, also wenn da jetzt nicht diese Airdrops, ich meine, bei der Fülle von Aktivitäten über Exchanges, ja, da kann man das locker ausblenden, weil man muss sich auf die wesentlichen Dinge konzentrieren, die wirklich Steuerbemessungsgrundlagen produziert haben. Und sowas, bitte, ja, weil das sind Kleinigkeiten, ne? Weil es könnte mal sein, dass wirklich ein Coin, der dann wirklich aus einem Airdrop stammt, dann viel wert wird, ne? Dann muss man sich überlegen, naja, was mache ich dann, wenn ich verkaufe, spätestens da. Ja, ich würde so schauen, wenn ich zum Beispiel so einen habe, so einen manuellen, ne, dann würde ich mal grundsätzlich sagen, der hat zum Zeitpunkt des Zuflusses zum Beispiel 0 gehabt oder 10, ganz wenig vielleicht. Ja. Und dann habe ich aber trotzdem, ich würde mir evident halten, dass ich den aufgrund eines Leistungsausstoßes, also aufgrund eines Postings in einer Gruppe auf Twitter, auf Telegram gekriegt habe, weil, das kann ich dann argumentieren, dass das waren dann Einkünfte aus Leistungen, die habe ich dann mit, von mir aus mit 10 zu besteuern, ganz minimal. Und wenn ich dann aber nach einem Jahr den verkaufe, ist er steuerfrei. Und dann habe ich die Wertsteigerung wieder steuerfrei. Also das kann schon, also da muss man halt auch wieder dokumentieren. Ne? Wenn wohl sollte man das irgendwie nur darlegen können, also glaubhaft machen zumindest. Also dokumentieren heißt halt immer, dass man die Beweispflicht hat vor der Finanzverwaltung, aber man muss es glaubhaft machen. Und glaubhaft machen kann ich mit irgendwelchen Screenshots theoretisch, also das ist zwar auch manipulierbar, ich weiß, aber man kann viel glaubhaft machen, weil dann die Behörde muss das Gegenteil beweisen. Und da tun sie sich dann auch schwer, ne? In Wirklichkeit. Gut, das überziehe aber schon die Zeit. Jetzt kommen wir schon beim letzten Punkt. Also grundsätzlich brauchen wir leider halt alle
alle möglichen, es ist jetzt schlimm, gell, weil in Wahrheit ist es alles, man glaubt, das ist, man ist so frei, weil man Kryptos transferieren kann und so weiter und so fort. In Wirklichkeit bräuchte theoretisch die ganze Dokumentationslatte, also alle Exchange-Bewegungen auf allen, die halt verwendet worden sind. Gut, wenn jemand nur irgendwann einen Account hat und hat dort nie was gemacht, ist wurscht, ja. Das sollte kein Problem sein. Wallet-Bewegungen, klar, braucht man auch, weil das braucht dann auch ungefähr, also ich habe das immer gemerkt bei meiner Berechnung, ich muss ja wissen, hat er den noch gehabt oder hat er den nur auf die Seite gelegt, aus Sicherheitsgründen vom Exchange runter. Das braucht man dann wieder bei der Berechnung, weil man wissen muss, ob es jetzt wirklich, weil hätte es ja vom Wallet wegverkaufen können, auch theoretisch oder von einem anderen Exchange. Also diese Übergänge, vor allem fließend immer über verschiedene Exchanges hin und her, die Deposit Withdrawal, das braucht man halt natürlich. Und natürlich ganz wichtig, die Euro-Einzahlungen und Euro-Auszahlungen, also Aufbewahrung. Klar, wenn ich jetzt erst einmal in die Welt der Kryptos eintrete, brauche ich die Dokumentation, dass ich das noch am Bankkontoauszug oder sowas nachweisen kann. Dass ich oder am Automaten gekauft habe, brauche ja mir aus, jetzt kriegt man ja schon mittlerweile Belege, ja, aus dem Automaten teilweise raus, bei manchen, nicht allen, aber bei notfalls reicht da ein Screenshot, habe ich auch schon gesehen, dass jemand einmal mir das jemand nachgewiesen, dass er aber beim Automaten immer, das hat immer abfotografiert, ja, wenn er was gekauft hat, das ist dann auch legitim. Und all das alles hilft natürlich aber nichts, wenn man es nicht irgendwo aufbereiten kann, weil die Finanzverwaltung will natürlich möglichst, wie soll ich sagen, ein schön fertiges Exemplar einer Berechnung eines Gewinns, ja. Und das macht man halt mittels einem Software-Tool. Das geht halt bei ganz kleinen Transaktionen, wenn man nur ein paar hat, ist klar, da kann man selber rechnen. Aber in Wahrheit alles, was dann über 200, 300, 400 aufwärts ist, wird das schon mühsam. Und das kann ich als eigene Erfahrung nämlich sagen, weil ich habe nämlich einmal 435 Trades, glaube ich, waren es, habe ich selber gerechnet. Ja. Aber wirklich mit, also selber gerechnet, und weil ich wollte wissen, ob das Programm richtig rechnet. Ja. Und das ist natürlich, weil sonst kannst du das nicht überprüfen, das ist leider de facto. Ja, weil das alles, was du da einschmeißt, du weißt, du kennst, also das ist schwierig. Und deswegen habe ich das einmal probiert. Und anhand dessen haben wir dann auch versucht, jetzt haben wir natürlich auf Diskrepanzen draufgekommen, wo man dann sieht, naja, okay, das rechnet nicht so, wie ich das gerne hätte. Und das ist halt normal so zu rechnen, wie der Steuerberater sagt, hoffentlich. Ja. Deswegen, also, und wenn das dann natürlich immer passt, ne, und das plausibel ist bei vielen Fällen, dann kann man sich irgendwann einmal vertrauen drauf. Aber es ist halt, wie soll ich sagen, man braucht halt dann doch diese ganzen Versuchskaninchen unter Anführungszeichen, und ohne dass man das Handy schon mal rechnet, das dient auch ein Verständnis natürlich, weil natürlich, wenn man erst dann kann man es umlegen auf ein Programm bei gewissen Dingen. Gut, dann habe ich jetzt, habt ihr noch Fragen? Zur Dokumentationspflicht, und zwar von der anderen Seite, wenn es zum Beispiel mir als Firma, andere Firma noch offene Rechnung, die überweist mir das nicht in Euro, sondern in Bitcoin zum Beispiel. Was muss ich für ein Finanzamt dokumentieren, damit das bei meiner Steuererklärung... Die Rechnung ist aber in Euro ausgestellt. Ist die Rechnung, also es gibt ja mittlerweile auch schon Rechnungen, die steht oben von mir aus US-Dollar oder Euro und da steht zahlbar in Bitcoin so und so viel Bitcoin, bla bla bla, oder zu dem Kurs und bla bla bla. Prinzipiell ist es so, du brauchst einfach in Wahrheit, also jetzt im betrieblichen Bereich, musst einfach nachweisen können, also Rechnung hast du sowieso, ja, das hast du eh, und wie sie zahlt worden ist, das kannst natürlich, du brauchst die Transaktion direkt aus dem Blockchain Explorer halt rausgedruckt, ja, den würde ich mir jedenfalls die dazugehörende, und man sollte eine Adresse verwenden, entweder einmalig eine neue Adresse, oder eine, die betrieblich in Verwendung ist. Weil wenn man jetzt öfter sowas hat, Sie müssen vorstellen, man muss ja halt diese betrieblichen Adressen, die man nützt in einer GmbH oder sowas, also wir bei zum Beispiel in meiner GmbH, so die Kryptowährungsadressen, da habe ich halt immer nur, das habe ich strikt getrennt von meinen privaten. Weil ich halt Angst habe, ja, weil ich kann nicht, theoretisch, ich kann da nicht hergehen, wenn ich, dann kommt dann ein Kuddelmuddel raus, ja. Aber das würde ich mir einfach entweder abspeichern oder man kann immer wieder nachschauen. Und wenn er jetzt zum Beispiel gesagt hat, er gibt mir ein Adler-Wallet, ja, und wer am Ando geht, der Beleg der Zeit sozusagen, ist der Kaufbeleg von einer Adler-Wallet, was ein bisschen komisch ist, das kann ich ja schon. Nein, das ist ja wurscht, die Hardware-Wallet ist ja, du meinst jetzt einfach ein Ledger oder was? Ja, das ist ja irrelevant, das ist ja nur die Hardware. Ja. Das brauchst du gar nicht in Wahrheit. Ja, genau. Also ich glaube, in Wirklichkeit, natürlich kann man das dann, natürlich kann man auch für die Firmen Transaktionen eine Hardware-Wallet dann nützen, ja. Aber das ist ja selber, es ist ja eigentlich eh ein Blockchain-Explorer, wie gesagt, ich würde das so dokumentieren, das muss nicht unbedingt jetzt über Hardware-Wallet, also das muss man nicht anschaffen deswegen. Wenn die Rechnung jetzt einfach in Euro ausgestellt ist, aber... Kriegst du die Rechnung oder zahlst du die Rechnung, wenn ich fragen darf? Also eine Einnahme. Ja.
Ja, das ist aber kein Problem. Wenn halt, du musst nur in der Buchhaltung in Wahrheit den Bitcoin-Eingang oder den Kryptowährungseingang dann halt als Einnahme darstellen. Das heißt, wenn du das kriegst, musst du in Wahrheit das versteuern, logischerweise. Und du musst das umgerechnet, also grundsätzlich sollte das natürlich jetzt nicht viel abweichen von der Rechnung, aber es kann natürlich können Kursgewinne und Kursverluste natürlich auftreten und dem ist, dann musst du da auch in deiner betrieblichen Buchführung halt dann erfassen. Ja, ich habe einfach in Wahrheit in der Buchhaltung, ich habe zum Beispiel eigene Konten. Also ich habe in Wahrheit ein Konto, das hat die Adresse, ja, wo die Transaktion drauf war. Das ist in der Buchhaltung abgebildet und dann siehst du schön, okay, da sind jetzt 2.000 Euro gekommen, weil der und die Honorar noch gezahlt worden ist. Das kann man ja eigentlich mitführen. Und das ist eigentlich, ich meine, das ist ein bisschen eine Gewöhnung, aber es ist eigentlich kein Thema. Natürlich wird es dann in Zukunft, wenn die das einmal etablieren, das Thema, ja, da wird... Da wird, ja, das macht, dann wird das aber größere, also sage ich, irgendwann wird das sicher auch solche gewissen für Software-Tools und so weiter, die Verwaltung von Kryptowährungen sicher ein Thema. Dass man Firmen, gerade bei Firmen dann auch das automatisiert und so weiter. Wenn du es tatsächlich so bekommen hast, die Coins sofort auf eine andere Adresse verschieben, wo nur du den Schlüssel hast. Du kannst nicht sicherstellen, dass du in der Welt hast, bei dem Private Key bekommen als Bezahlung. Ja. Nein, habe ich nicht. Also das sind in der Zukunft, das sind Sitze dort. Okay. Ja, aber so. Nein, ich würde einfach selber die Adresse generieren und dann hast du es eh in Wahrheit. Und dass du einen Private Key hast und so weiter. Und da kann er, ja. In Zukunft wird es so Sachen geben, wo der den Key nicht rausziehen kann, weil das nicht vorgesehen ist. Das kannst du dann quasi wie ein Goldschein verwenden. Aber eine Hardware-Wallet, wo der das rausziehen kann, du weißt nicht, ob der nicht noch einen Monat später oder Wochen später die Coins weg hat. Ja, sicher. Zugriff drauf. Ja. Aber du kannst natürlich, wenn du jetzt sagst, du kriegst die Coins auf eine Adresse, die du generiert hast, kannst du natürlich deine auf eine Hardware-Wallet tun, die nur du besorgt hast. Ja. Von wegen Dokumentationspflicht und Aufbewahrung und Co. Mhm. Computer gehen verloren, Daten werden geschrottet und Co. In welcher Form sollte man diese Daten überhaupt aufbewahren? Ja, ich meine. Sollte man sich das im Vornherein dann schon aufbereiten? Also sollte ich jetzt schon anfangen, irgendwelche Excel-Tabellen oder. Naja, jetzt wird das am gescheitesten, du musst ein Tool nützen. Also im Wahrheit, das bringt nichts, also das mit den Excel-Tabellen habe ich auch probiert am Anfang und so. Das ist alles, obwohl ich jetzt meine Excel-Kenntnis extrem verbessert habe dadurch, alles gescheitert. Alles gescheitert, weil du einfach verzweifelst, weil es einfach, wenn du mehr hast und mehr Volumina, ist es einfach. Das ist nicht handelbar. Also, und von der Ding her, ich meine, natürlich, du musst halt, es dient zu deiner eigenen Absicherung. Ja, wenn du sagst, du hast das einmal gebackupt und das ist okay für dich, dann musst halt du der Verantwortung tragen, dass halt, wenn was ist und das kommt bei Fragen, dient nur dir selber, dass du glaubhaft machen kannst. Ja. Natürlich kann sein, wenn wirklich was weg ist, dann was wird die Finanz machen? Also die wird natürlich dann irgendwie, also erstens einmal, jetzt, was immer realistisch bleibt, ja, ist es momentan ja extrem schwierig, wenn du keine Euro ausgecashed hast, dann ist es natürlich momentan zum jetzigen technischen Stand, das wird in 2-3 Jahren vielleicht anders ausschauen, tun sie dir natürlich schwer, mal herauszufinden, ob überhaupt getradet worden ist, weil wenn man es auf ausländischen Börsen gemacht hat, dann gibt es momentan da keine Meldeverpflichtungen. Es gibt nur die inländischen, wenn ich es über Bitpanda oder Coinfinity gekauft habe, dann habe ich schon das Thema, dass die könnten einmal geprüft werden. Und wenn die im Rahmen einer Betriebsprüfung geprüft werden und da sagen einfach, die machen dann Kontrollmitteilungen, von denen, keine Ahnung, best 100 Leute dort einkauft haben an Kryptowährungen, die können dann schon geprüft werden. Ja. Aber wenn man jetzt nur im Ausland das alles gemacht hat, dann wird das ja momentan einmal sehr, wie soll ich sagen, sehr eingeschränkt noch möglich. Dass auch EU? Auch EU zurzeit noch, ja. Also es ist zwar geplant, dass man vielleicht da irgendwann einmal wahrscheinlich, ich glaube schon, dass einmal so eine Meldeverpflichtung kommt von einer EU-ansässigen Kryptowährungsexchanges, die dann melden müssen. Weil es gibt zum Beispiel bei Banken ist es üblich, in Banken ist es weltweit, also wenn du ein Bankkonto in Amerika hast, dann wird die Amerikaner melden, dass du so einen hast am Wohnsitzstaat. Deswegen fragst du immer Ansässigkeit, wo man ansässig ist, muss man bestätigen und so weiter. Ja. Und so kann man das dann, und das wird irgendwann einmal, glaube ich, auch bei den Krypto-Assets hier kommen, aber ich weiß nicht, wie lange das dauert. Keine Ahnung. Also das ist schon. Und dann ist halt noch das Thema, was das Worst Case ist. Ich meine, wenn man jetzt wirklich gar nichts mehr hat, ne? Und man hat nur mehr, man hat zum Beispiel Euro ausgecashed, ja? man hat nur einen Bankeingang am Bankkonto. Da würde ich jetzt einmal meinen, wird es natürlich jetzt auch schwierig für die Finanzamt, weil was wird sie machen? Die wird natürlich den Eurobetrag hernehmen und sagen, okay, jetzt will ich von dem 50% Steuer. Weil
dass die dann, wie sollen die, man, die Frage, die müssen ja dann beweisen, dass du noch mehr getradet hast und vielleicht noch mehr irgendwo Gewinne erwirtschaftet hast, die vielleicht gar nicht endgültig eingemündet sind in einen Euro-Cash-Prozess. Also ich glaube, das ist natürlich, die Frage ist natürlich dann, man soll das nicht, die Frage ist, was man halt dann vorlegt, ja, der Behörde, aber in Wahrheit kann das theoretisch, wenn man gar nichts mehr hat, auch ein Thema sein, und dann muss man halt 50%, was halt mühsam ist, wenn du 50% von dem Betrag, den du ausgehöscht hast, Steuerzahl, sind natürlich auch sehr hoch dann. Ne? Wenn du es nie, ja genau, wenn du es nie abgerufen hast und wenn der dann verschwindet. Nur 30 Tage zum Beispiel. Ja, genau. Wer tut alle 30 Tage einen Ausdruck von der Börse? Ja. Das ist halt, muss man halt, ja, das ist genau das, ja. Ich meine, man kann es, glaube ich, schon anfordern, fordern dauert halt dann ewig, ja, aber. Größere Geld, meistens auf Millionen oder so. Dann kommt man erst so wieder zurückgestellt, weil am Anfang ist dann so hin, und jetzt nur 30. Deswegen, wir haben so ein Datenvolumen, das ist wahrscheinlich ja irgendwie mühsam, wenn dann die ganzen Leute immer alles abfragen, naja, keine Ahnung, ja. Also das ist so dieses Problem. Und ich meine, von der Dokumentationspflicht her, also ich von meinen Erfahrungen her, ich bin sehr vorsichtig und mache immer dumme viel, also ich erschlag lieber die Leute mit Akten, unter Anführungszeichen, weil ich dann hoffe, dass ich gar nicht so genau studieren werde, unter Anführungszeichen, ja, weil das schaut dann gleich mal aus, wieso. Aber es ist besser, wenn man mehr offenlegt, weil man kann dann eh, man redet dann eh und sagt, schauen Sie, das Problem ist ja das, Sie müssen sich vorstellen, die haben ja nicht so den Überblick. In Wahrheit, wenn da jetzt 20 Trades sind, das ist alles nur Anfang, das ist alles aufgesplittelt worden, ja, dann ist das für den schon viel, ne, aber in Wahrheit, für uns war das nur eine Transaktion an der Börse, wo ich was gekauft habe, und da habe ich halt natürlich eine Vielzahl von Trades produziert, ja, aber das heißt jetzt noch lange, dass das natürlich, also wie gesagt, das muss man sich halt dann, muss man trotzdem, also man hofft dann drauf, dass die Behörde das gar nicht so genau anschaut, unter Anführungszeichen. Man muss nicht immer so sein. Vor allem natürlich die Leute, die natürlich extrem hohe Gewinne erwirtschaftet haben, die werden dann schon, die landen immer ein bisschen weiter oben, weil die übliche Finanzamt da irgendwie Grenzen hat und sagt, okay, nein, jetzt traue ich mich nicht mehr entscheiden. Ja. Bitte gebe es meinen Vorgesetzten. Und das geht halt dann in Wahrheit, im Worst Case, bis zum BMF, ja, wo halt dann vielleicht irgendein Fachbereich jemand dann halt was dazu sagt. Aber ja, ist halt dann auch so. Ja, dann wenn nichts mehr, keine Fragen mehr sind, dann übergebe ich an Thomas. Dann muss ich gleich wieder. Ja, ich denke. Okay, der Thomas erzählt uns jetzt, wie wir das mit Software machen. Ja, genau. Also ich denke, jeder, der nicht eingeschlafen ist, ist wahrscheinlich eingeschüchtert. Es ist ein extrem komplexes Thema. Es gibt so viele Dinge, die irgendwie nur zum Abwiegen sind. Und wer mehr Trades als eine Handvoll hat, braucht ein Tool, glaube ich. Und nur mal so zum, ich bin ein optimistischer Mensch. Wir wissen jetzt alle, wir befinden uns in einem Bärenmarkt, wie es so schön heißt. Aber der Markt ist immer noch riesig. Also da nur eine Handvoll Zahlen für euch Trader, die da jeden Tag die Zahlen checken, ihr wisst es, die Bitcoin Market Cap ist immer noch bei 10 Milliarden. Wenn man da denkt, wo wir herkommen, ist das natürlich winzig, aber ich denke, dass der Markt nicht zu vernachlässigen ist. Und über die Bitcoin Blockchain gingen immer noch 318.000 Transaktionen am Tag. Ich glaube nicht, dass das Traden aktuell tot ist. Ist über 50% vom Gesamt. Ja, schon, ist aber. Vielleicht ist es so ein Copy-Paste-Fehler. Wie viel? 70? Ja. Dann frage ich mich, was ich kopiert habe. Aber es stimmt, aber die Gestaltung passt aber die, gell? Oder? Ja, weil du hast recht, ja. Sie ist ungefähr bei 50% oder 52%, glaube ich. Genau, ja, muss dann die 70. Okay, ja. Nein, so weit, so gut. Und die vier Top-Exchanges haben die Milliarde geknackt, immer noch. Also ich finde es schon unglaublich, was an Trades über das System drüber läuft. Ich weiß nicht, wie aktiv ihr tradet. Wer aktiver Daytrader ist, der macht auch im tiefen Tal seine Gewinne. Aber der Überblick ist schwierig. Ich glaube, ich rede jetzt nur für die Leute, die vom Trading weniger Ahnung haben, nur kurz als Einführung, dass man seine eigenen Trades
die Verschiebungen, Transfers zu verschiedenen Exchanges, dass man das einfach alles im Überblick hat, das ist extrem schwierig. Und die übersichtliche Darstellung, gerade wenn es um Grafiken geht oder dergleichen, ist auch nicht ganz so leicht. Erstens, weil diese Balances schwierig zu kalkulieren sind und zweitens, ja, weil die Datenquellen mannigfaltig sind. Wer irgendwie Anschluss an 30 verschiedene Exchanges braucht, wird mit seinen Excel-Listen wahrscheinlich nicht weit kommen. Und da kommen eben diese Portfolio-Tracking-Tools ins Spiel. Ihr kennt die Features, Preisalarm, Steuerreport, Watchlists. Das ist das, ich denke, die meisten sind damit vertraut, schätze ich einmal. Ja, nick in die Gesichter, das ist schon gut. Und bei uns schaut das so aus. Ich kann das Tool nachher noch Live-Demo herzeigen, wir haben ein paar wirklich coole Features, aber die Tools, ich zeige deswegen nur schnell einen Screenshot her, weil ihr natürlich alle irgendein Portfolio-Tracking-Tool schon verwendet, schätze ich einmal halt. Wir haben eher so ein bisschen einen einfachen Ansatz, weil diese Feature-Vielfalt nicht nur Positives mit sich bringt. Also ich habe da schon Test-Portfolios in Software reingeladen, wo man nachher weniger Übersicht hat wie vorher oder mit seinem Excel-File. Das heißt, unser Fokus ist da jetzt sicher einmal so einfach, wie es möglich ist. Und ich weiß nicht, was ihr schon alles ausprobiert habt. Die Konkurrenz ist da, sie ist aktiv, sie ist sehr gut, sie machen einiges richtig. Aber wir haben ein bisschen einen anderen Fokus und wir haben ein paar spezielle Features, die ich gern zeigen will. Ganz kurz zusammengefasst haben wir drei Pfeiler. Das ist Strong Privacy, dann eben die einfache Bedienbarkeit und den Tax Report, der den Namen optimierte Berechnungsmethode auch verdient. Das ist eben Natalia Part. Aber das Basic-Ding rein jetzt, mit was wir grundsätzlich einmal angefangen haben, was mich von Anfang an bei all diesen Plattformen irgendwie gestört hat, ist, dass man ja notgedrungen irgendwie gezwungen ist, seine Daten alle zu zentralisieren. Wir reden ja immer von dezentralisiert und dann geht man irgendwie her, lädt alle CSVs in eine Plattform rein und sammelt da irgendwo seine gesamten Finanzdaten eigentlich. Das gibt es ja so vom normalen Finanzsektor auch noch nicht so lang. Ist irgendwie unüblich und mir ist unangenehm gewesen, sagen wir es einmal so. Viele werben halt mit dem, naja, du hast eine E-Mail-Adresse und mehr wissen wir nicht von dir. Und im Endeffekt lautet dann im Alltag, wenn es schnell geht, beim User die E-Mail-Adresse vorname.nachname@company.com. Also so anonym ist es dann nicht mehr, wenn das die einzige Anonymisierung ist der Daten. Deswegen war meine grundsätzliche Überlegung, wenn wir mit was anfangen, dann müssen die Daten verschlüsselt gespeichert werden. In dem Fall ist ein symmetrisches Verschlüsselungsverfahren. Ich glaube, für die hinteren Sitzplätze kann man das nicht mehr so sehen. Das ist jetzt einfach nur so ein Datenauszug, wie er bei uns in der Datenbank steht. Nicht jeder hat unbedingt einen Zugang dazu. Gerade auf dem Kryptosektor ist ja viel mit Verschlüsselung und das wird ja sehr aufgepauscht, dieses Thema. Und eigentlich bei uns geht es darum, dass die relevanten Daten bei uns nicht lesbar sind. Also warum machen wir das eigentlich? Den Fall, wie es, ich glaube, du hast das angesprochen mit Coinbase in den USA war, wenn man natürlich Daten sammelt und Daten besitzt, hat man gewisse Verantwortung. Und wir wissen auch, oder beziehungsweise wir wissen nicht, wie sich die DSGVO weiterentwickelt. Deswegen ist mir als Betreiber das grundsätzlich schon eigentlich mein Interesse, dass ich so wenig wie möglich weiß. Das ist super. Das entbindet mich von so vielen Pflichten. Ja, wenn ich die Daten nicht für Werbung oder anderweitig verkaufen würde oder immens Geld damit verdienen, weiß ich nicht, warum ich das speichern sollte, wenn ich es nicht wirklich zwingend brauche.
Und das ist eben einmal der erste Unterschied. Ihr seht da zum Beispiel kryptische ID, Amount und Fee, also Fee natürlich die Gebühr, Amount ist ja, der Betrag für diesen Trade, sind unkenntlich, also das ist Kauderwelsch in dem Sinn. Ein Symbol würde ich da jetzt erkennen, wie es da jetzt abgespeichert ist, und der Rest sind eigentlich nur interne Informationen. Sollte eine Anfrage kommen, gibt es mir die Daten von dem User, kann man den Datenauszug weitergeben und er ist einfach nutzlos. Das nächste, ihr wisst, kein IT-System ist unangreifbar. Man sollte sich aber wappnen, dass man im Falle, wenn was schief gehen würde, trotzdem irgendwo ein Backup hat. Da hilft es natürlich auch, weil wenn bei uns die Datenbank vollständig ausgelesen wird, steht da genau gar nichts drinnen. Das zweite ist, die Daten sind verschlüsselt und die Entwickler unter euch wissen das natürlich. Ich muss ja die Daten über ID irgendeinen User oder eine E-Mail-Adresse oder was auch immer zuweisen. Das geht bei uns nicht. Das ist aufgehoben. Das wird erst alles entschlüsselbar und zuordnenbar, wenn der User sich einloggt. Also hat relativ viel Komplikationen für den laufenden Betrieb. Ich kann keine Background-Jobs erledigen, wenn der User nicht eingeloggt ist. Ich kann die Daten nicht verarbeiten, es geht nicht. Der User merkt es eigentlich schon bei der Anmeldung bei uns. Wenn man den Sign-up durchläuft, gibt man seine E-Mail-Adresse und sein Passwort ein. Und dann kommt man gleich zu so einem Screen, diesen Recovery-Key aufschreiben, ausdrucken, nicht verlieren. Wenn du den Recovery-Key verlierst, kann man deine Daten nie wiederherstellen, wenn du dein Passwort vergisst. Jeder, der einen Passwortmanager oder so verwendet, kennt das System. Aber es ist halt ein bisschen ein Komfortverlust natürlich für den User, aber ich denke, das ist für den Mehrwert an Gewinn, den man daraus generiert, ist es absolut wert. Also das sind einmal die zwei Strong Privacy Eckpfeiler, Daten sind verschlüsselt und darüber hinaus für uns nicht zuzuordnen, wenn sich der User nicht mit seinem Passwort einloggt. Das Easy to use ist so eine Sache. Ich meine, manche Plattformen machen das besser, manche machen das schlechter. Wir haben so ein bisschen dieses Mantra, so einfach wie möglich und so umfangreich wie unbedingt notwendig. Man muss nicht jedes Feature bereitstellen, nur weil man es programmieren kann. Und das hilft schon sehr. Nur ein paar kleine Beispiele, wie gesagt, wir können uns das live später gerne anschauen, falls man das am Screen sieht. Wir haben wie jede andere Portfolio-Tracking-App natürlich einen CSV-Import, der geht bei uns über Drag-and-Drop, das heißt, ich kann da 20 CSV-Files draufziehen, er ordnet alles selber zu, stellt fest, was für eine Trades da drinnen sind, für was für ein Exchange, und das sollte eigentlich mit diesem Drag-Drop und einem Klick auf Import erledigt sein. Wer das schon bei anderen aufgeladen hat, weiß, dass das manchmal sehr schwierig ist und umständlich. Dann halt die klare Übersicht, die wir aber laufend eh verbessern. Wir arbeiten ja auch an uns. Dann ist auch, gerade so für Einsteiger, ist das manchmal dieses Trading, die haben das ein bisschen unrealistische Erwartungshaltung. Und wir haben da so ein paar so Gesundheitsparameter, wenn man so will, eingeführt, dass man eben den Trader sagt, okay, gut, vergiss nicht, du kannst da jetzt eine Gewinne realisieren, oder wenn jetzt ein Coin fällt, dass man nicht unbedingt in Panik verfallen muss, hängt natürlich immer vom Markt ab, sondern auch also den Preis wie averagen kann, also günstiger dann noch kaufen, damit man einen besseren Durchschnittspreis hat. Also so, dass man beim Traden einfach einen Tick unterstützt, gerade wenn wer eben relativ wenig Ahnung noch davon hat, weil da kann man am Anfang schon ein bisschen was falsch machen. Die meiste Arbeit bis jetzt ist eigentlich in unseren Steuerreport geronnen. Das ist so einfach wie möglich wieder, ganz unserem Mantra eben. Aber wir haben irgendwie festgestellt, wenn man von optimierten Steuern spricht, ist es nicht unbedingt
abgetan damit, dass man auf den Button klickt, Steuern berechnen. Es ist einfach die Arbeit, die, wenn jetzt irgendwer zur Natalie geht und da die Steuern berechnen lässt, die Arbeit, die man im Vorhinein in dieses Portfolio einstecken muss, um das aufzuarbeiten, ist einfach so immens hoch, dass das für einen Laien sehr, sehr schwierig wird. Ich habe das irgendwie auch total spannend gefunden, weil es sehr viele Fragen vorher dazu gegeben hat, was ist denn mit dem Airdrop, Chainsplit, Hardfork, was passiert da und da. Im Endeffekt machen die Sachen ja betragsmäßig fast am wenigsten aus, aber es sind einfach andere Dinge, die so eklatante Unterschiede machen, wenn man die nicht weiß, dass man schnell einmal 10% mehr Steuern zahlt, mindestens, als wie wenn man die nicht einstellt. Also eben, wenn es blöd hergeht, kann ein Hardfork ausreichen, wenn man den, weil ein Hardfork kommt ja nicht so irgendwie. Das ist ja irgendwo aus Deposit drinnen. Das heißt, ich muss mir die Hardforks zusammensuchen, muss das so markieren. Die Steuersoftware berechnet das oder berücksichtigt das dann. Und wenn man das eben nicht macht, verschenkt man bares Geld. Und ich glaube, weil anhand der Fragen schätze ich mal, dass jeder schon irgendwie so ein bisschen versucht hat, seine Steuern da selbst irgendwie zu generieren. Ich habe festgestellt, allein als User jetzt mit doch steuerrechtlich laienhaftem Wissen braucht man eigentlich nicht für optimierte Taxes reden. Es ist einfach... Ja. Und zwar, wir haben das immer grundsätzlich die 435 Läden, die wir vorhin gesehen haben, die haben wie das in meinem Zertrade, die ich persönlich geredet haben wollte, weil ich wissen wollte, weil ich das Problem, ich habe folgendes Problem. Als Steuerberater habe ich das Thema, dass ich kann keinem Kunden vertrauen, wenn ich nicht weiß, wie es funktioniert. Ja? Das heißt, weder so also Coin-Trading habe ich mich lange Zeit befasst, aber ist für mich eigentlich, also hat mich eher geschockt, weil das Problem ist, weil das die Verantwortung, die man Steuerberater nach hart nimmt, wenn man was Falsches dem sagt und der zahlt zu viel Steuern, kann ich zurückfallen auf mich selber, weil ich theoretisch haftbar bin für das. Ja? Deswegen war die klare Botschaft, und wie wir das damals, also wie wir so oft zusammengesessen, klare Botschaft, es muss, wenn dann so sein, so rechnen, wie ich es gerechnet habe, und nur so kann es für mich dann auch funktionieren. Und das Thema ist halt natürlich, und was man auch sagen muss, ich finde das selber schon sehr idealistisch, wenn Leute, ganz, ich bin vielleicht sehr direkt, ja, es ist nicht, weil ich jetzt ein Geschäft machen will, aber es geht darum, man kann aber bei gewissen Anzahl von Trades, ist es absolut sehr unschlau, wenn man sich das einfach nur einhaut in ein Tool, sich das nicht hinterfragt und das so abgibt am Finanzamt. Ja. Das heißt, ich glaube schon, dass das gehen wir auch einen, wir gehen einen Weg, unter Anführungszeichen, wir wollen das sehr, also eigentlich sehr stark dort, denn noch die vorbereitende Arbeit soll der User machen, ja. Aber es dient auch dem User, dass er dann vielleicht noch kurz einen Steuerberater durch drüber schauen lässt und sagt, okay, das ist vielleicht wirklich, das ist plausibel, ja. Ich muss der Steuerberater auch geschult sein für das, das muss man auch sagen. Weil ihr kennt es auch nicht so einen normalen Steuerberater mit dem Geben zur Zeit. Ja? Deswegen sollte man eigentlich den Steuerberater auch schulen, dass sie das Tool oder generell die Tools lernen. Ja? Und das, weil da kommt allein das zu machen, ich glaube, das allein zu lassen, ist, glaube ich, geht bei ein paar Trades in einer gewissen Anzahl Sinn. Aber wenn es relevante Beträge sind, hat das keinen Sinn. Also die sind da auch im Gegenteil immer wieder im Austausch draufgekommen, dass das dann wieder, wo man wieder dann ein steuerliches Wissen dann einfließen lässt und dann muss man wieder, also alles automatisiert funktioniert da in dem Kontext noch nicht so ganz. Ja. Und deswegen glaube ich schon, dass das halt der Weg sein muss, möglichst natürlich die Steuerberatungskosten runterzudrücken, ja, aber sehr wohl dennoch nicht sich alleine mit dem, also ich würde das kann empfehlen, dass er das allein einfach nur aufgrund einer Software darauf vertraut. Und das ist auch zur Absicherung im Wort, weil das, wenn man einen Steuerberater drüber geschaut hat, kann man auch sagen, ja, ich habe es eh den Steuerberater gezeigt. Also die Sache ist halt das, man ist, wenn man 1000 oder 10.000 Trades hat, ist man quasi angewiesen, diesem Tool zu vertrauen, weil irgendwann, du kannst es nicht mehr. Du kannst nicht jeden einzelnen Trade wirklich kontrollieren in dem Sinn, weil dann sind wir eh wieder bei den Excel-Listen. Und wenn ein Tool am Button zur Verfügung steht, der heißt optimierte Steuerberechnungsmethode, dann ist es mein gutes Recht als User zu glauben, da kommt ein optimierter Wert raus. Weil sonst passt das Versprechen dazu irgendwie nicht.
Jetzt ist aber eben, jetzt hat man jeden Trade in seinem Programm drinnen, alles ist gesammelt, man hat seine Hausaufgaben als User gemacht, klickt auf Berechnen drauf, vertraut dem Betrag, dann lasse ich die Nathalie das von mir aus manuell rechnen oder wie auch immer, dann kommt die da um 30.000 Euro weniger raus. Dann fragst du dich, okay gut, das war nicht unbedingt sinnvoll, das wollte ich nicht erreichen mit der optimierten Steuer. Berechnungsmethode. Also irgendwie waren die Fragen, hat mich da ein bisschen irritiert in dem Sinn, weil das ist ja schon Jammern auf hohem Niveau, wenn man sich über so Details oder wenn irgendwas unter 1% ausmacht vom gesamten Portfolio, da Gedanken machen kann. So perfekt sind die Ergebnisse einfach nicht, weil man ja teilweise auch mit Lücken irgendwie umgehen muss dann. Aber die Punkte, auf die wir unseren Fokus legen, weil wir einfach festgestellt haben, die machen am meisten aus, sind im Moment die Preisdaten. Da war vorher da schon eine Frage, wenn ich 2017, 2016 irgendwo einen Coin gekauft habe und ich brauche da den Umrechnungsfaktor in Euro oder was auch immer, wo kriege ich das her, wie kann ich das nachschauen? Ich meine, wahrscheinlich schaut jeder irgendwo auf CoinMarketCap, nimmt sich da einen Tagespreis oder was weiß der Kuckuck. Wir machen das anders, wir haben eine Preisdatenbank, für alle Coin-Pairs, die wir unterstützen, im 2-Minuten-Takt. Seit wann? 2:11. 10 eigentlich auch, aber da fehlen die Demos noch. Ja, genau. Also recht viel genauer geht es nicht mehr. Es ist immense Datenmenge natürlich, weil wir die jetzt auch nicht aus Mischpreisform haben, sondern eben wirklich von diesem Exchange an diesem Tag zu diesem Zeitpunkt. Ich habe da jetzt die 15-Minuten-Abweichung hingeschrieben, das ist einfach nur so ein Vorsichtsfaktor. Es gibt gewisse Lücken da, wo man die 2 Minuten nicht wirklich halten können. Aber im Großteil, im Normalfall, also 2018, 2017, sind die 2 Minuten eigentlich garantiert sozusagen. Und jetzt haben wir schon gesagt, okay, der Button mit dieser optimierten Berechnungsmethode ist nicht alles. Allerdings steht auch der Steuerberater vor demselben Problem. Der muss sich auch in dieses Portfolio einlesen. Für den ist ja das noch viel schlimmer. Der hat ja nicht einmal selbst getradet, sondern der muss sich da in ein fremdes Portfolio einlesen. Hat der vielleicht als einfachstes Beispiel auf irgendein Depot Coins hinüberwiesen und die da ein Jahr lang nicht mehr angegriffen oder so. Einfach so Dinge, die weiß ja der Steuerberater von vornherein gar nicht. Und vielleicht hat es der User auch vergessen, wenn das über mehrere Jahre geht. Deswegen haben wir extra Features gebaut, die einfach genauere Einsichten in dieses Portfolio geben sollen. Damit man Lücken schneller auffindet, unvollständige Daten, unvollständige Preisdaten oder halt auch die Geschichten, wie finde ich, wo ich überall an einem Chainsplit beteiligt war oder wo habe ich meine Goodies gekriegt oder ja. Diese Geschichten halt. Und ganz als letzter Punkt, der mich absolut schockiert hat, ist, dass sehr viele Portfolio-Tracker, die dann die Steuern berechnen, irgendwie die Zeitzonen nicht im Griff haben. Das ist unglaublich. Ich meine, KuCoin, wie viele Stunden feierst du da? 9 Stunden. Da brauchen wir uns über ein Goodie von 0,0001 Bitcoin nicht mehr diskutieren, weil in 9 Stunden ist der Bitcoin-Preis wahrscheinlich so abgewichen. Das konnte ich Tausende Euros kosten. Man weiß nie, wie sich der Preis verändert. Das kann natürlich auch zu deinen Gunsten gehen. Auf alle Fälle werden da die Zeitzonen mir schleierhafterweise durchgemischt teilweise importiert. Da wird einiges durcheinander gebracht und weil die Exchanges ja über den Erdball verteilt sind, kommen da wirklich horrende Zeitspannen raus. Das sind also mal unsere Punkte, wo wir einfach geschaut haben oder wo wir festgestellt haben, okay, gut, das ist vielleicht bei den bestehenden Lösungen teilweise nicht implementiert. Da kann man einen Hebel ansetzen. Jetzt haben wir mehr oder weniger eben diese 3 Säulen gehabt. Dieses Privacy-Thema, die Usability und unseren Tax-Report. Aber eigentlich verfolgen wir einen etwas anderen Fokus. Weil du Contracting-Info schon erwähnt hast, ich glaube, das ist der Elefant im Raum. Die sind halt sehr, die haben eine riesen Userbase und sind auf den End-User konzentriert. Wir wollen uns jetzt zuerst einmal auf die Steuerberater fokussieren. Wir wollen ein Enterprise-Tool für diesen Markt etablieren.
Die Natalie hat schon gesagt, sie tut sich, weil es manuell nachgerechnet hat, schwer, gewisse Tools zu vertrauen. Das Tool muss einfach das sein, dem man vertrauen kann. Dazu gehört gewisse Transparenz natürlich auch. Das finde ich dahingehend ein Problem, weil teilweise bei den Berechnungen weiß unser Tool ja ganz genau, okay, da gibt es Abweichungen oder da ist ein bisschen ein Graubereich und so. Auf das muss man einfach hinweisen. Beim CSV-Export, wenn der Steuerberater den ausdruckt, da müssen die Probleme auch irgendwo klipp und klar drinnen stehen. Ist einfach absolut wichtig, weil der Steuerberater muss für das gerade stehen. Und für uns ist also eben dieser B2B-Bereich ein Thema. In dem Sinn einmal hauptsächlich Deutschland, Österreich. Ich meine, wenn wir das Tool in dieser Qualität anbieten wollen, ist es einfach unseriös zu behaupten, heute Österreich, morgen Deutschland, übermorgen die USA. Das geht nicht. Ist absolut unrealistisch. Dazu ist das Ganze, steckt da der Teufel zu sehr im Detail. Deswegen ist unser Fokus jetzt auf alle Fälle mal der Dachraum. Die Natalie hat schon angesprochen, den Benutzer beim Tax Report zu unterstützen. Das wird einer unserer Steckenpferde werden. Denkbar ist zum Beispiel, dass man User direkt die Steuerberater vorschlägt. Ihr wisst ja selber, es gibt gar nicht so viel am Markt, da, wo man sich darum hinwenden kann, und von denen, die den Service anbieten, gibt es wahrscheinlich eine Handvoll gute oder sehr, sehr gute. Das wäre natürlich super, wenn wir den User, also am Ende des Tages den Trader oder den Investor, direkt mit dem Steuerberater verbinden könnte, damit der Steuerberater da einfach mithelfen kann. Im Steuerberater ist ja auch schon viel geholfen, wenn alle Daten einmal gesammelt irgendwo wären. Wird die Steuerberatungskosten natürlich auch minimieren. Genau. Also so grenzen wir uns aktuell einmal von dem ganzen Markt ab. Jetzt ist natürlich unser Status quo. Wir sind zwar fleißig eigentlich am Arbeiten, aber es ist immer viel zu tun. Ihr kennt das aus euren eigenen Projekten. Wir haben uns jetzt einmal aufgrund von diesem B2B Use Case auf die Top 10 Exchanges gesetzt, die wir soweit auch alle unterstützen vollständig. Dazu gehören auch die Preisdaten. Da sind ein paar kleine Nachbesserungen notwendig, aber an und für sich haben wir das im Griff. Der Tax Report, also unser Steuerreport, der braucht vielleicht noch ein bisschen Liebe und ein paar Test Cases, aber an und für sich funktioniert er sehr gut. Die manuellen Berechnungen stimmen in 90% der Fälle eigentlich mit den optimierten Berechnungsmethoden von dem Algorithmus zusammen, was natürlich unser Ziel ist. Und dann bleibt uns natürlich nur das User Interface, was für den Anwender natürlich extrem wichtig ist. Da müssen wir noch einiges an Liebe einstecken, gerade was mobil betrifft. Aber wir sind da auf einem super Weg. Aber das Wichtigste ist einfach, dass unser Steuerreport und eigentlich das ganze Backend einmal Hand und Fuß hat. So würde man uns vorstellen oder wünschen, dass es weitergeht. Wir werden jetzt natürlich einmal unsere Userbase ausbauen. Wir haben eigentlich noch kaum Marketing gemacht. Werden wir jetzt wahrscheinlich damit anfangen. Aber wichtiger sind einfach jetzt einmal die Steuerberater. Also wie groß die Userbase wird, ist jetzt nicht so das Allerwichtigste. Also 350 oder 370 gibt es ja schon. Und die Steuerberater kommen auch. Dann eben, weil das User-Interface noch so viel Liebe braucht, gehört natürlich auch dazu, einmal saubere CI-Design vereinheitlichen, damit wir irgendwann einmal ordentliche Marken etablieren können. Und das sollten eigentlich dann ganz gute Voraussetzungen sein, um zu gründen. Wir haben noch nicht gegründet. Key Player, wenn trotzdem die Kollegen oder Steuerberater sein, das ist für mich ganz essentiell. Und das ist nicht aus, ich glaube einfach, dass jedes Tool, ein Steuerberater, das Tool nicht beherrscht, wird das Tool nicht verwenden.
Und der wird immer dann so ein, der wird auch wenn der Kunde mit dem Tool kommt, wird er sich nicht damit assoziieren. Ja? Das heißt, das Wichtige ist, dass die Steuerberater das Tool verwenden. Ja? Und das muss man auch noch mal schaffen. Ne? Und ja. Hängt vom Markt ab, der natürlich total nett so super ist. Ja? Aber dann kann es natürlich vielleicht nicht mehr funktionieren. Ja, genau, ja, genau. Ja, wie du schon gesagt hast, das für die Gründungsform ist natürlich nicht die beste Voraussetzung, aber das, glaube ich, ist das Problem, was man noch am leichtesten in den Griff kriegt. Und dann eventuell Investorensuche und auf alle Fälle strategische Partner, weil ich glaube, man kann nur voneinander profitieren und mal schauen, wo uns die Reise dann so weit hinführt. Hauptsächlich wegen dem Fakt, dass das User Interface noch ein bisschen Liebe braucht. Soweit einmal Happy Trading. See you in a few weeks. Wir brauchen die nächsten 4 Wochen, schätze ich mal, bis das wirklich all die Dinge, die wir jetzt im Hintergrund vorbereitet haben, damit die auch auf der Oberfläche wirklich verfügbar sind, klickbar sind, so funktionieren, wie man sich das erwartet, die letzten Bugs ausgebessert sind, damit da die Zahnräder ineinander greifen. Boah. Verregnete Wochenenden und dann sollte es erledigt sein. ja, danke dabei einmal. Und wie gesagt, ich kann das Tool gerne noch ein bisschen live herzeigen, wenn es Interessenten gibt. Ich weiß jetzt nicht, wie es von der Sicht hinten ist. Vielleicht kann ich ein bisschen zusammenrutschen oder so. Aber ja, das war's dann einmal. Danke. So, Frage. Was für Fahndungsziele habt ihr? Ich bin jetzt einmal positiv, bleibe am Boden. Ja? Aber ich glaube, dass man also für ein gutes Produkt, ja, natürlich kann man da Fahndung auftreiben, ja, aber ich glaube, für ein gutes Produkt bauen, ich finde, dass wir so wenig weit sind, wir sind eigentlich gar nicht so schlecht unterwegs. Ja? Und mir geht es nur eher darum, wir müssen die Kanäle bedienen. Bei uns ist Klammern halt echt, das ist vielleicht so ein bisschen, du bist ein sehr vorsichtiger und skeptischer Mensch, bei mir ist das ähnlich, also es ist Jammern auf hohem Niveau. Ja, schau, die sind in unserem Arsch. Das kann schon sein. Genau. Also, die verkaufen nicht weniger. Die Frage ist, 100.000 oder 5 Millionen? Also, ich sage bei 100.000 wäre man schon zufrieden natürlich. Ja. Aber um das geht es gerade. Mir geht es darum, es geht. Wir brauchen nicht mehr so viele, in Wahrheit, es gibt die Kanäle, die man bedienen muss. Ja. Und ich habe natürlich so die ganzen Steuerberater und solche Dinge, kann ich Brücken bauen bei gewissen, weil ich weiß, welche Steuerberater sich vielleicht schon interessieren für sowas und sowas. Natürlich muss der Markt und die Arbeit kommen, das ist schon klar. Aber es ist nicht immer alles monetär und ich brauche kein Funding, damit jetzt ein Developer-Team mit 10 Leuten aufbauen und mit 25 Frauen. Weil ich will nur den österreichischen und deutschen Markt zusammen machen. Ja? Ich will kein, also ich kann auch nicht, das ist ganz ehrlich, ich als Steuerberater in Österreich, ich will mir einfach strategische andere Partner, Steuerberater, Kollegen suchen, die dann ausgebildet werden, diesen Bereich auch, weil ein normaler Steuerberater kann das nicht, sondern geil, null um dich geht nicht ohne. Der muss Tool genauso eingeschult werden. In Wahrheit, ja. Das ist ganz, ganz, ganz klar. Also ich glaube, was du meinst, ist einfach für uns, dieses Funding von 100.000 ist für uns aktuell wahrscheinlich tatsächlich ausreichend, wenn wir es parallel dazu schaffen, genug strategische Partner an Land zu ziehen. Aktuell war jetzt gar nicht der viel größere Geldbedarf da. Wenn man sagt, okay, Funding, es würde sich eine Funding-Möglichkeit von 1 Million ergeben, dann müsste man tatsächlich auch seine Ziele etwas mit dem Funding wachsen lassen. Wir okay. sind jetzt eher vor der realistischen Chance. Das ist cool, auch eher mit Steuerberater zu treiben. Ne? Steuerberater sind prinzipiell, wenn sie mit dem Tool umgehen können und es ihnen Arbeit erspart und sie trotzdem noch was dabei verdienen, eigentlich ein sehr gutes, zahlungskräftiges Klientel. Ich will nicht, es geht mir nicht darum, ich verlange von mir wollen über dieses B2C immer gar keine Gedanken gemacht in Wahrheit, weil es ja. gar nicht. Es geht eher darum, den User dann zu bringen, geht zu dem Partner, kann das Tool, hat eine Ausbildung dazu vielleicht, wird das Tool bedient, geht, der ist in dem Bundesland X angesiedelt, geht zu dem hin, der kennt sie aus. Und dann gehst du zu dem hin und der hat die Software, bla bla bla. So stelle ich mir das vor. Ja, Software. Das heißt ja, früher oder später sind auf diesem Tool beide vertreten. Der Steuerberater mit dem Zugang und ich mit dem Zugang. So ist es. So ist es. So ist es. Ja, genau. Wir wollen das dann matchen miteinander. Das Geschäft kann genau. Im Prinzip
den Steuerberater aussuchen und der hat Zugriff auf meine Daten, die ich ihm freigebe. Das muss man halt extra so machen, ja, genau. Genau, ja. Mhm. Wie bringt sich der Steuerberater dann dazu, das zu verwenden? Ich meine, genau so. Der normale, ja, wenn ich jetzt einen Steuerberater hernehme, jetzt ist es so belangschaut jetzt bei irgendeiner Situation jetzt, aber der hat jetzt natürlich überhaupt keine Expertise in dem Bereich. Nein, genau, wie kriege ich jetzt, was hat das bedeutet? Wo ich sage, da muss man ansetzen, das ist nichts anderes. Der Steuerberater muss eine Ausbildung machen. Ja, ein Programm so oder muss er sich mit Krypto auskennen? Und die das normale Steuerrechtswissen, der kriegt dann quasi das Krypto-Steuerrechtswissen aus Erfahrungswert oder was quasi transferiert, ja. Und dann natürlich auch das Tool, weil er mit dem umgehen kann, das nicht verwenden. Das heißt, in Wahrheit, aber es ist gekoppelt und das ist nicht so, also das muss man, jedenfalls muss der Steuerberater nicht irgendeiner sein, weil der wird nicht glücklich werden mit, der muss ich erstens sagen, okay, ich möchte diese Sparte, ein junger, dynamischer Steuerberater, der sagt, okay, ich will die Branche der Kryptowährung, Blockchain vielleicht auch beraten können in Zukunft, dann würde der sich an, der würde diese Ausbildung zahlen, weil die Ausbildung wieder zahlen müssen, sonst wird es nicht funktionieren. Dass wir das leisten können, ja. Das heißt, wir zertifiziert es quasi. Zum Beispiel, ja. Aber Treiber wäre trotzdem der Endkunde. Also der sicher, der User. Klar. Wenn ich das verwende und mit dem zum Steuerberater gehe. Der muss eine Zertifizierung, wer kann das machen. Und dann geht zu dem Y, der die Zertifizierung hat, der in der Nähe ist von mir. Die Steuerberater, die dir genau helfen können, im Raum Steiermark, siehst du dann alle drei, die es gibt oder so, und dann sagst du dem, ja, du siehst dann die genannte Liste. Gibst du den Russland zu hören? Das heißt, Geschäftsmodell ist gratis Produkt für den Endnutzer, nehme ich an. So weit würde es vielleicht jetzt gar nicht unbedingt gehen. Aber was das so wie auf der Fokusfolie war, wenn B2B der oberste Fokus ist, dann ist natürlich vom Geschäftsmodell her jetzt zuerst einmal der Steuerberater für uns das Wichtigste. Dass jetzt der End-User gar nichts zahlt, dahin würde ich nicht gehen, weil der Service, für den du nichts zahlst, der ist einfach nichts wert. Und viele Beispiele für Freemium-Modelle, also so ist es. Ja, schon, aber es ist, was dem, wenn man jetzt, weil vorher die Funding-Geschichte auch war, einen Plan festlegt, damit man mit möglichst wenig Funding möglichst weit kommt, ist das schwierig. Ja, weil, was der Konzern sehen. Wer sagt, dass das ausreicht? Ich habe so ein fixes Projekt. Ein Steuerberater, der das Tool beherrscht, der Kryptowährung Steuerrecht beherrscht, ja, wird nicht so lange brauchen. Wenn du zu irgendeinem Steuerberater gehst, der noch nie was von Kryptowährung gehört hat, der wird sagen, aha, passt, aber ich muss leider einlesen. Das ist keine Frage, welcher Steuerberater ist interessiert, wenn es keine User gibt auf der Plattform. Ja, aber das ist natürlich auch richtig, natürlich, aber ich glaube trotzdem, dass es leichter ist. Also, ich bin immer der Meinung, ich glaube, dass der User allein das bewältigen kann, er braucht Unterstützung. Sei es jetzt von jemandem, und das ist, geht nur über ein Steuerbüro oder Steuerberatungskanzlei, weil man glaubt, dass da einfach der sich auch die Sicherheit aufholen möchte, ja, wenn es um größere Beträge geht. Ja. Da gehen wir halt konform. Man kann wahrscheinlich über drüber nachdenken, was man so bekannt macht. Nein, das ist jetzt mal unser Ansatz. Nein, es ist noch ein paar Fragen, deswegen meine ich nicht. Wir können ja nachher noch schnell reden. Es gibt noch andere Modelle, die möglich werden. Wie schaut die Softwarearchitektur darunter aus? Wie viel gibt ihr aus für Software-Lizenzen, weil die nichts kosten, sondern nichts wert werden? Oder verwendet ihr doch Java? Nein, das nicht. Das ist eine Node-App. Okay, also schon Open Source. Und da wird es mich dann schon irgendwie interessieren, weil wenn ich ein Nutzer auf der Plattform bin, ja, wird es mich ja schon durchaus interessieren, wie die Berechnungen angestellt werden. Wenn ich jetzt da das nur an ihrer Server schicke, der gibt noch die Berechnung und sagt mir dann, Hausnummer 15.000 in diesem Jahr, 17.000 im anderen, das ist schon die optimierte Zahl. Ich möchte das irgendwie nachvollziehen. Genau, also habt ihr da schon irgendwie angedacht, ob man das auch Open Source machen kann? Oder sollte das dann
Also so weit nicht, ich finde es eine gute Idee, so weit nicht. Aktuell ist unser Vehikel dahingehend halt dieser Export, den man kriegt, weil wenn du natürlich den Steuer, ich glaube, du machst hauptsächlich den Steuerbericht, oder? In dem Sinn, oder? Zum Beispiel, oder? Ja, die ganzen Summen. War ein Thema, aber für uns ist jetzt hauptsächlich immer wichtig gewesen, der Steuerbericht, was der, weil der ja natürlich irgendwo eingereicht wird, in dem Sinn. Und da ist halt das Vehikel der Wahl einmal den Export, den du kriegst. Und das habe ich eben vorher damit gemeint, wenn irgendwo leiseste Vermutungen für Ungenauigkeiten sind oder so, dass man darüber informiert, dass das transparent und nachvollziehbar ist und dass dort die Daten drinnen sind, dass du mit einfachen Mitteln das plausibel nachprüfen kannst. Weil du kriegst ja dann schon mal Excel-File und kannst du mal schnell Summen bilden über Dinge. Und wenn du weißt, für was für einen Tag sind die Preisdaten, für was für einen Exchange sind die, dann weißt du, stimmt das alles zusammen. Also da ist jetzt eher unser Ansatz über das Exporting. Aber Open Source, also was ich unbedingt machen möchte, ist natürlich den Kryptografie-Teil Open Source machen. Weil erstens einmal war ich schockiert, dass es kaum Libraries gibt. Ja, für Node gibt es tatsächlich sehr viele Hilfestellungen. Und das, was es gibt, verwendet man. Aber es war sehr viel dabei, was wir selber schreiben haben müssen. Und einfach auch für uns erstens mal als Gegencheck von der Community. Weil man baut ja da schnell Fehler ein. Ich glaube, das brauche ich keinen sagen. Da bewegt man sich auf ganz dünnem Eis. Und von dem her, also das wäre unser Open Source Projekt jetzt mal für, ich sage jetzt mal, die nächsten 4 Monate, je nachdem, wie schnell ich da ein Package draus bauen kann. Weil das ist gefährlich, dass halt bei uns auf der Agenda ein bisschen nach unten rutscht. Aber ich möchte aus eigenem Idealismus einfach unbedingt Open Source. Aber ich finde den Input super. Was mir zum Beispiel aufgefallen ist, weil ich auch so ähnliche Software verwendet und geschrieben habe. Cool. Was durchaus ein Problem sein kann, ist zum Beispiel bei größeren Exchanges, Bitfinex zum Beispiel, hat es dann durchaus Probleme gegeben, dass die CSV-Dateien inkonsistent sind. Das heißt, dass die Summen über die ganzen, keine Ahnung, ich sage, jeden Tag kriege ich ein Bitcoin rein und nach 5 Tagen habe ich auf einmal nur 4 angezeigt gekriegt oder sowas. Ja. Und dann denke ich mir, okay, ja, also. Ich kenne das aus einem BitTrax-File. Ja, das, genau. Das ist unglaublich. Gerade wenn das System bei manchen Exchanges recht hoch war, weil keine Ahnung, gerade großer Hype, viele Nutzer sind, ja, dann kann es durchaus passieren, dass die einfach inkonsistente Daten liefern und abgespeichert haben und das nie korrigieren oder später irgendwann korrigieren und so. Absolut, ich habe auf meiner Festplatte mehrere falsche CSV-Files. Ja, wenn ich es mehrmals abrufe, dann kriege ich unterschiedliche Ergebnisse. Nein, man ruft es mehrmals ab und kriegt jedes Mal das gleiche falsche zurück. Die Sache ist das, wenn ich da zurückerinnern darf an diese Folie mit diese Tools, was die Concession nochmal, diese Features, mir ist das BitTrax Ding eigentlich nur deswegen aufgefallen, weil eben diese Alarmierungstools dann sofort anschlagen, wenn diese Dinge inkonsistent erscheinen. Das ist fast ein bisschen übervorsichtig teilweise, aber es gibt halt dann die Sicherheit, okay, gut, schaut alles plausibel aus, muss passen. Aber sowas wie dieser Trade, der da doppelt vorgekommen ist, den es nie doppelt gegeben hat, sowas sollte eigentlich mit unseren Tools kein Problem mehr sein. Gibt es Fehler der Trade auch? Ich habe nur doppelte gesehen bis jetzt. Es gibt sehr stark unterschiedliche Sachen. Es gibt die Basis, die da durchgeschrieben werden. Es gibt Sachen, dass dann die Gesamtbalance falsch ist. Also, ich habe mit Trading jetzt nicht so viel zu tun, aber wir können einmal nachher drüber reden. Voll gern, ja, voll gern. Super, ja. Ja, sorry. Also, ja. Wie ist die Software konfigurierbar, um leicht einen anderen Markt zu betreten, wie Deutschland oder Schweiz oder so? Müsste. Andere Gesetze, also, Deutschland ist ja ähnlich. Ja. Schweiz ist wieder nicht so ähnlich, weil die haben auch Vermögensbesteuerung drauf. Also, das ist meines Erachtens. Also ich kann jetzt nur von der technischen Seite her sagen, ich sehe die Probleme eher im Steuerrechtlichen. Also, ich würde sehr, wie einfach ist es dann umsetzbar? Oder ist das ein komplett neuer Prozess? Ich traue mich so. Nein, also das hängt davon ab, wenn die Gesetzgebung gleiche Besteuerung vorsieht wie in Deutschland, ist es komplett 1:1 meines Erachtens, oder ziemlich, ich meine nicht ganz, ja,
sicher jedenfalls, sonst wäre es ein deutscher Markt auch sehr unterschätzen, und das ist schließlich interessant. Aber alles andere, also die ganzen anderen europäischen Staaten, ist meiner Meinung nach natürlich nur mit dem neuen Wort. Ja, also vom Algorithmus her würde ich jetzt keine Bedenken haben in dem Sinn. Allerdings ist das jetzt für mich kein Facebook-Leser. Ich kenne Schweden jetzt nicht so gut, dass ich da wirklich sagen könnte, was würde es mir an Arbeit kosten, das zu implementieren. Aber aktuell sehe ich eher, mein Problem eher in der Informationsbeschaffung, was gehört geändert, dass, ja, wir dann, dass ich mich da hinsetze und das. Die Parameter sind die Berechnungsmethode, bis zur heutigen Frist, zur Dippenveränderung, die vorgesehen ist, das zumindest in Europa. Soweit. Meine Bedenken gingen da eher in die Richtung, das mit dieser beliebigen Zuordnbarkeit. Die ist da jetzt natürlich drinnen, wenn das wegkommt, muss das irgendwo schon berücksichtigen. Also ich kann mir schon Änderungen vorstellen, die tiefgreifender sind. Aber allerdings nichts, was mich schockiert kann. Generell hat man halt zwei Probleme. Einerseits mal überhaupt die ganzen Daten einmal so aufzubereiten, dass man sie in irgendeinem für sich standardisierten Format hat. Keine Ahnung, das ist ein Trade von Bitcoin gegen Litecoin, der genau zu dem Zeitpunkt stattgefunden hat und jetzt wahrscheinlich so und so viel Euro oder Dollar, was immer wert ist. Und das andere ist dann das Regelwerk rundherum, mit was habe ich da jetzt eigentlich gekauft, verkauft, mit welchem setze ich das jetzt dagegen. Das ist dann eher das steuerrechtliche. Aber zuerst einmal überhaupt die Datenaufbereitung, die auch schon mal. Das habe ich sowieso. Mhm. Das ist ja die Grundvoraussetzung. Genau, ja. Genau, ja. Nein, also das System, was du meinst, ist halt diese asymmetrische Verschlüsselung. Das ist AES, das ist symmetrisch. Das ist jetzt rein bei uns in der Datenbank verschlüsselt und der Server kann sehr wohl zu dem Zeitpunkt, wo du das ausliest, die Daten entschlüsselt der Server. Es ist im Endeffekt so ein kleiner Trade-off, das ist generell jetzt mit symmetrisch, asymmetrisch überhaupt so eine Grundsatzentscheidung, welches Verschlüsselungssystem verwende ich da jetzt einmal. Für uns, wenn ich mir denke, ich verschlüssel, dann muss ich mich fragen, warum verschlüsselt ihr? Vor was will ich mich schützen? Und im Endeffekt ist jetzt für uns von Anfang an der Fokus gewesen, die Datenbank einfach quasi abzuregeln gegen Datenauskunftsbegehren oder was auch immer, oder Leaks oder was dergleichen. Das mit dem im-Browser verschlüsseln, das ist möglich. Gibt Apps, die das natürlich machen, also wo der Server nie wirklich das macht. Mhm. Ein Problem wäre es auf alle Fälle, wenn du ein Portfolio hast mit 100.000 Trades und dein Smartphone in mobilen Safari das entschlüsseln lässt. Das ist nicht mehr zielführend. Ja. Also dahingehend haben wir uns eben für die symmetrische Variante entschieden. Okay. Ich habe noch eine kurze technische Frage, wo du kurz zurückgehst zu dem, was, wo du jetzt gesagt hast, wie ein Datensatz bei dir ausschaut, bei Verschlüsselung. Ach so, ja. Also, ja, genau. Die User-ID, ändert sich die dann bei jedem Eintrag oder kann ich trotzdem sagen, die User-ID, aber wenn ist jetzt nicht was? Nein, die ändert sich nicht. Das ist ähnlich wie diese Passwort-Hashing-Geschichte. Genau, das sollte ist fix gespeichert und das sollte bleibt bis zum User Passwort-Change, wenn er an durchführt, bleibt das sollte gleich, ja, genau. Also bleibt das auch gleich und ja. Gab den Ansatz auch, ich hab's probiert, es eskaliert extrem. Aber du hast jetzt noch nichts vorgesehen, wie man irgendwie dann einfach migrieren kann von einem Account auf den anderen oder reicht Passwort-Change einfach? Du meinst jetzt im Hinblick da, dass ich irgendwo meine. Die ID ändert sich mit meinem Passwort-Change oder nicht? Die User-ID nicht. Okay. Die User-ID nicht. Nein. Eben weil das Salt bleibt gleich und das ist in der Datenbank fix drinnen. Deswegen ändert sich die nicht, genau. Also, aber es ist halt tatsächlich so, wenn du das Passwort vergisst und dein Recovery Key auch nicht mehr hast, können wir auch nichts mehr machen. Ja, schön. Aber es ist nicht grundsätzlich so, dass dann durchaus de-anonymisiert werden kann. Also. Ich kann durchaus sagen in der Datenbank, okay, wer hat diese User-ID? Das geht. Und
die bleiben halt da dann auch. Aber ich weiß nicht, was für E-Mail-Adresse steckt hinter dem User. In dem Sinn, oder? Bei dem Datensatz. Ja, den habe ich nur dummy-mäßig zusammenkopiert. Das ist nicht der vollständige, also, ja. Ja. Ist der dann verschlüsselt oder nicht? Der Timestamp? Nein. Dann ist es nicht so schwer, wenn du die Anwendung hast. Aber ja. Also, welcher Timestamp? Welcher Timestamp? Der von Trade. Ich habe ja vor zwei Wochen an Bitcoin gegen Verkleidung eingetauscht. Ja, also es ist halt echt extrem schwierig, das rückzuvollziehen. Da ist fast einfacher, man wird andere Attacken, glaube ich, dass man das irgendwie rauskriegt, weil dieses Mapping, man muss sich ja vorstellen, diese Transactions Table, der hat ja Millionen von Zeilen. Es ist ziemlich ungünstig dann gleich einmal, aber nicht unmöglich natürlich. Also, ja, Challenge accepted, jeder ist eingeladen da. Ja, also von mir aus, wir können gerne zum Beispiel eure Datenbank einfach veröffentlichen und sagen, okay, die ist so sicher, es sind eh alle Daten öffentlich verfügbar für Spartan. Ja, das muss überhaupt veröffentlicht, ja. Aber das mache ich nicht ohne vorher mal einen ersten Check, was ist klar. Das wird niemals gehen. Das ist wie so ein Bounty-Programm. Ja, so ungefähr da ist unsere Datenbank, wer mehr ist so und so viel. Nein, also ich denke, soweit das ist unhackbare Hardware-Wolle. Ja, aber wie lange das unhackbar? Drei Tage oder fünf? Drei Tage. Bis der erste 12-Jährige in die Hand gekriegt hat, ja. Nein, aber es ist. Ja, aber lass das ja eventuell schauen. So, dann. Ruhe, ich habe noch Anfragen. Okay, die Konkurrenz auf der Anfrage gestellt. Ja, nein, das ist ein komplexes Portfolio. Dann haben die so endliches Cases, wo mir interessiert hat, wie ich das auch verschreibe, dass ich da wüsste. Dann habe ich auch einen Anfrage auf einen Exchange, der den auszahlt. Ja? Aber auf diese Exchange zwei Bitcoins liegen. Aber auf anderen Exchanges, obwohl da andere Bitcoins liegen, zum Beispiel Ösern. Nimm dann das Herkunftsasset. Es ist die beliebige Zuordnung in dem Sinne. So ist es, genau, ja. Also das gibt in dem Fall auch. Ich komme los mit einer Frage. Ach so, ja dann. Jetzt habe ich rüber 5 Bitcoin auf 4 andere Exchanges legen. Wie viel Schätzen anschauen Sie? Werden dann 4 Tranchen von Bitcoin Cash erstellt, bei euch technisch? Nochmal, du hast jetzt was? Ich habe jetzt 2 Bitcoins, die ich erstellt habe, 0,5 Bitcoin auf 4 andere Exchanges, nochmal 2 Bitcoin. Von denen kriege ich keine Bitcoin Cash, weil die schütteln schon aus. Erstelle ich jetzt auf dieser Exchange 4 verschiedene Tranchen von meinen Bitcoin Cash mit 4 verschiedenen Anschaffungsdaten. Aber warum hast du jetzt 4 verschiedene Bitcoin Cash, wenn die Armband ausschließen? Ja, ich die ersten Jährigen laut nicht die Botschaften habe, aber ich jetzt sage mal 0,5 Bitcoin, nur die älter sind, dass die 3 auf den Beschluss. Nur halt so wie. Nein, das mit dem Vergessen, das funktioniert bei uns nicht mehr so einfach. Nein, ich meine, dass du jetzt einen Trade komplett vergisst, der einfach nicht in deiner History drinnen ist und dann alles durcheinander bringt. Das habe ich jetzt gemeint. Ja, was ist dann jetzt bei meiner Oma Weihnachten geschenkt, für die nie verkauft wird, dass sie vergessen hat? Kann ich wissen, wann ich Bitcoin verkaufen würde, die ich nicht bekommen habe. Ja. Aber wenn ich Bitcoin Krypto vor 2 Wochen und den verkauft, wisst ihr nicht, dass ich nicht eintragen habe. Nein, der Fall geht nicht. Das würde sich trotzdem auswirken auf meine
quasi Anschubzahlungen an Bitcoin Cash, die sich daraus entlassen haben. Ja schon, wenn du deiner Oma so großzügige Bitcoin-Geschenke überweist, dann sollst du die vielleicht auch nicht vergessen. Also im Endeffekt, was der, also das sind jetzt, also ich denke, unsere Spezialisierung sind eigentlich schon generell diese Edge Cases, weil, weil ich halt da gern tüftelt. Und wenn die Nathalie dann sagt, nein, das müssen wir so und so machen, dann habe ich Freude, wenn es an einem Wochenende regnet und ich es da einentwickeln kann. Aber im Endeffekt ist für mich, also wir haben ganze Listen von offenen Punkten, aber im Endeffekt so nach dem 80-20-Prinzip. Im Endeffekt, was der, wenn ich jetzt die Zeitzone von 12 Stunden ignoriere und mich dann über jene Dinge, und da jetzt als Beispiel nur, weißt du, Coin-Tracking-Info zum Beispiel, das ist komischerweise irgendwie so, dann macht es halt das schwer, aber ich find die, das Szenario irgendwie interessant. Ja. Die Dinge, die wir jetzt nicht so gefragt haben, die man auch was so wagt, ist aber auch so. Also ich muss ehrlich sagen, ich habe die immer mathematisch gelöst gehabt, vorher, weil ich wusste, also wenn ich zum Beispiel weiß, die sind sowieso, also wenn ich zum Beispiel, wir haben dann eine Auflistung, also dass alle Coins und Hardware gestanden ist, und wenn dann schon weiß, die sind eh alle außer steuerfrei, dann kann ich sie gleich, dann kann man keine Arbeit reinstecken. Verstehst du, das ist dann irgendwie, das ist halt diese Zugang, wo ich dann eher so schaue, dass man eher das abarbeitet, was wirklich steuerrelevant ist und andere halt, dann das ist die Finanzlage, das ist ja auch dann in der Hoheit. Ja. Hoffentlich. So gut, wie es noch geht. Ja, das ist halt so, ja. Sicher, aber der Konkretheit ist ja dokumentiert und ich meine, das ist in Wahrheit, das kannst du dann eh nur, es ist ja so, wenn du trotzdem effizient arbeiten kannst, kannst du nicht, das ist das gleiche, wie wenn ich weiß, er hat nur mit einer Kryptowährung die riesen Gewinne eingefahren, dann brauchen wir nicht auch irgendwelche kleinen Peanuts da konsumieren, weil es einfach, das ist einfach nicht, das ist einfach der Zugang, das ist nicht wert, das Geld nicht wert, wenn du um 200 oder 300 oder 400 Euro, 500 Euro da manches suchst, wenn du die großen Millionen irgendwo anders machst. Also ein Cent muss man immer so. Nein, das ist trotzdem nicht. Ja. So, ist der Normal. Sorry, passt, ja. Schönen Abschluss oder so. Ja. Ich würde mal sagen, dass man bei Bier und anderen Getränken einfach nur das Gespräch fortführen. Voll gern, ja. Der Markus kann tief in die Schlüssel einsteigen und sonstige steuerliche relevanten Sachen, aber so glaube ich, ist auch ein Gespräch einfach zum Reden. So, herzlichen Dank an unsere zwei Vorträge. Danke, danke. Danke, dass wir so einen tiefen Einblick kriegen haben können. Und ich hoffe, ihr bleibt uns noch recht lang da, damit wir noch möglichst viele Theorien ausreden. Danke. Super cool.